Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Das hier ist die 34. Folge unseres wunderschönen Podcasts über Politik, Statistik und Politik und andere Sachen. Und Politik, ab und zu auch Gesundheit. Neben mir sitzt Ulrich Wehner, Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Guten Abend, Ulrich. Guten Abend, lieber Christopher, der du neben mir sitzt, Publizist, auch in Berlin. Ja, was für ein Zufall. Wir wohnen beide in Berlin und machen einen Podcast. Ja, ich hatte ja im Internet mal gefragt, warum die Leute nicht Lauer und Wehner hören. Weil jetzt gibt es diesen sogenannten Survivor's Bias. Wenn du also nur die Leute fragst, die du eh schon erreichst, ja. Also wenn ich jetzt hier im Podcast fragen würde, warum hört ihr nicht euren Podcast, hört ihr nicht unseren Podcast, sagen die Leute, wieso, wir hören doch den Podcast. Aber das war ganz interessant. Da haben einige Leute gesagt, die Themen seien vielleicht ein bisschen zu deprimierend. Also sie meinen, Podcast ist okay, aber ihr redet immer über Weltuntergang und so. Und ja, heute nicht. Heute nicht, ja doch auch, aber wir reden heute zum Beispiel auch über das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Deutschland zum Thema Arbeitslosengeld II, auch bekannt unter dem Namen Hartz IV oder, wie die Engländer sagen, das habe ich vom Alf Frommer, den kennen wir ja auch von Twitter, Hartz IV. Ja, das ist ein besonders schönes Wortspiel. Aber bevor wir jetzt hier volle Kanne einsteigen, warum spreche ich auf einmal wie ein Moderator eines Morgenmagazins im Fernsehen auf Sat 1. Also bevor wir volle Kanne einsteigen in Lauer und Wehner, erklärst du, Ulrich, kurz, was machen wir hier in diesem Podcast? Ja, gute Frage. Ich bin jetzt gedanklich gerade etwas hängen geblieben an den Morgenmagazin-Moderatoren, die ich auch im Radio immer, Moderatorinnen und Moderatoren, die ich auch im Radio immer sehr beeindruckend finde. Könnte man einiges zu sagen, interessiert aber wahrscheinlich nur mich. Und das ist zu wenig. Was wir hier machen ist, wir bieten ein geeignetes Tool zur Alltagsbewältigung, das wir heute erweitern, um den Aspekt Positives. Und dieses Tool zur Alltagsbewältigung, entsprechend meine ich von Tool, sondern von diesem Mittel zur Alltagsbewältigung. Das funktioniert so, ist mir in dieser Woche am Wochenende, als ich etwas über Kommunikationstheorie las, ist mir aufgefallen, unsere Form der Kommunikation, die wir hier zur Alltagsbewältigung anbieten, das ist eine komplementäre im Gegensatz zu der symmetrischen Kommunikation. Was bedeutet das? Gute Zwischenfrage, ich hätte sie auch ohne dies beantwortet. Die symmetrische Kommunikation läuft so ab, dass sich die Kommunizierenden jeweils mit gleichartigen Verhaltensweisen und gleichzeitigen Signalen gewissermaßen hochschaukeln. Und es kommt gleich auch noch ein Beispiel, bevor du zwischenfragst. Die komplementäre, wie der Begriff schon sagt, ist eine sich ergänzende Kommunikationsform. Man hat es festgemacht, zum Beispiel an Paarbeziehungen oder an beruflichen Zusammenhängen. Wenn der eine immer angibt, strunzt, wie toll er ist, dann kann der andere das auch machen. Dann geben die beide an, bis es also nicht mehr geht, bis die Weltherrschaft nach eigenen Angaben jeweils erreicht ist. Man kann auch in Paarbeziehungen, der eine macht Druck, der andere macht Gegendruck, der eine beschimpft den anderen, die andere beschimpft den einen und so geht es immer weiter. Ja. Oder man kämpft um Macht, versucht also möglichst viel zu entscheiden. Der eine versucht möglichst viel zu entscheiden und der andere. Das ist die symmetrische Kommunikationsform. Da geht es immer bam, bam, bam. Und die komplementäre ist diejenige, bei der die Überlegungen, Gedanken, Verhaltensweisen sich ergänzen. Ja, wir wollen uns hier nicht die Köpfe einschlagen, sondern da ist es so, dass dann zum Beispiel ein aggressives Verhalten unter Umständen ein Entgegenkommen bewirkt, ein besonders
soll man sagen, aber nicht in einem Unter- oder Überordnungsverhältnis, sondern eine sich ergänzende Sichtweise sozusagen. Ach so, jetzt habe ich das mit dem Komplementär. Komplementär. Ne? Und anders, ja. Fremdwörter, schwierig. Ne? Also jedenfalls zum Beispiel, Anne Will bietet ein rein symmetrisches Format an. Da setzen sich alle hin, hirschen da eine Runde rum und am Ende ist nichts mehr rausgekommen. Ja. Und also jeder sagt, sie spielen, also jeder fährt da seinen Stiefel, also völlig symmetrisch. Der eine geht in die Luft, geht der andere auch in die Luft. Ja. Und der eine sagt, er kann es und die andere sagt, sie kann es besser. Ja, dabei wäre es sinnvoll, wenn der eine zum Beispiel Ahnung hat von Thema A und der andere von Thema B, dass sie sich da ergänzen, komplementieren. Und zum Beispiel bei einem Thema wie der Elektroprämie, Autoprämie, das wäre meines Erachtens sinnvoll, wenn da ein Physiker und ein Verkehrspolitiker miteinander reden könnten. Die würden sich nämlich ergänzen und nicht zwei Verkehrspolitiker, da würde nämlich der eine sagen, oder zwei Politiker, da würde der eine sagen, die Automobilindustrie braucht unsere Unterstützung, da arbeiten 7 Milliarden Menschen in Deutschland und der andere sagt, ist doch alles Quatsch. So. Ja. Ja, dafür sind wir einer der wenigen Podcasts, die komplementär sind. Weiß ich nicht. Gibt bestimmt auch andere Podcasts, die komplementär sind. Aber ich kenne gerade keine. Siehste. Ja, also das ist auf jeden Fall das, was wir hier bei Lauer und Wähler machen. Wir reden so über die Woche. Und manchmal machen wir das mit ein bisschen mehr Fakten. Und manchmal machen wir es mit ein bisschen mehr Meinung. Wir wollen aber auf jeden Fall immer klar machen, was die Fakten sind, die wir zugrunde legen, wenn wir uns unsere Meinung bilden. Und dann kann man unserer Meinung sein oder man kann nicht unserer Meinung sein. Ich freue mich immer tatsächlich über Feedback. Manchmal gibt es ja wirklich Hörerinnen und Hörer, die eine bestimmte Expertise haben bei den Dingen, über die wir reden und die dann nochmal auf interessante Dinge hinweisen. Da kann man dann zum Beispiel bei uns im Blog kommentieren. In den letzten Wochen bin ich auch dazu gekommen, ein paar Blogbeiträge zu schreiben. Das heißt, Leute, die gerne lesen, können auch mittlerweile auf lauerundwehner.de einige Blogbeiträge lesen, in denen es um interessante Dinge geht. Zum Beispiel habe ich mich sehr gefreut über eine Studie, aber das nur ganz in Kürze. Da haben drei Politologen sich angeschaut, wie sich das entwickelt, auswirkt auf Parteien, die etabliert sind, wenn sie sich in Richtung rechtsextremer Parteien bewegen. Und das Einzige, was sie gesehen haben, was passiert ist, dass die rechtsextremen Parteien davon profitieren. Es gibt so einen Wissenschaftspreis, ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Da geht es um, dass du einen Preis dafür bekommst, dass du wissenschaftlich etwas erforscht hast, was schon alle wussten. Ja, der ganz berühmte... Ein ironischer Preis. Nee, der ist nicht ironisch. Der wird tatsächlich vergeben. Der ist natürlich nicht so hoch dotiert wie der Nobelpreis. Aber zum Beispiel hier diese beiden Psychologen, Dunning und Kruger, die dieses Dunning-Kruger-Syndrom erforscht haben. Ja, also... Je weniger Ahnung du von etwas hast, desto mehr bist du fest davon überzeugt, dass du total viel Ahnung von etwas hast. Und dieser Wissenschaftspreis, den hätten die auch verdient, weil sie haben jetzt mal wissenschaftlich etwas erforscht und Belege dafür gefunden, dass es halt so ist, wie man es seit Jahren beobachten kann. Immer wenn versucht wird, die Rechtsextremen zu demaskieren oder immer wenn versucht wird, auf die Rechtsextremen irgendwie hinzuzugehen, indem man nach rechts blinkt als etablierte Partei, führt es am Ende nur dazu, dass die Rechtsextremen gewinnen und alle anderen halt eben nicht. Solche schönen Sachen kann man jetzt da auch im Blog nachlesen. Ja, bevor wir über das Bundesverfassungsgericht reden, weise ich hier an dieser Stelle einfach noch mal kurz darauf hin, dass man diesen Podcast auch finanziell unterstützen kann. Darüber freuen wir uns sehr. Ich habe festgestellt, je mehr man das erwähnt, desto mehr kommt auch. Das ist sehr interessant. Ich habe ja im letzten Monat noch mal ganz viel getwittert
Und es sind diesen Monat tatsächlich erheblich mehr Überweisungen, also nochmal ein deutlicherer Anstieg als in den Monaten zuvor. Das heißt, man muss einfach jeden von euch Hörerinnen und Hörern fünfmal daran erinnern, dass ihr auch mal einen Dauerauftrag in Höhe von, I don't know, 5, 10, wenn du Susanne Klatten bist, 1 Million Euro einrichtet. Und dann ab geht er, der Peter. Ich habe jetzt so ein leicht... Ich frage mich, wer zum ersten Mal diese Floskel gebraucht hat. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Und ich finde, kann es gar nicht oft genug sagen. Ich finde, wahrscheinlich irgendjemand in der Politik, aber man, es wird wahrscheinlich... Oder im schlimmsten Fall stand es irgendwo bei Goethe drin. Es ist ja irgendwie die Hälfte aller Sprichwörter in Deutschland, zumindest gefühlt, sind aus der Bibel und von Goethe. Ja, 20% von Uli Wickert. Der Ehrliche ist so dumme. Ja. Ja, großes Idol. Ja, also man kann es nicht oft genug sagen. Man kann diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Wir freuen uns über jeden Euro. Und wäre eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Wie man das macht, steht natürlich auf der Webseite drauf, also die Kontoverbindung oder PayPal für die ganz Faulen. So, das Bundesverfassungsgericht, höchstes Gericht in Deutschland, ist so, ne? Oder ist der BGH und das Bundesverfassungsgericht, ist das egal von der also gibt es da noch eine Rangordnung oder sind das alles höchste Bundesgerichte? Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste Gericht. Das ist sozusagen das Gericht, das über alle anderen Gerichte entscheiden kann, über alle anderen deutschen Gerichte. Es ist nicht das höchste in dem Sinne, dass es die letzte Instanz wäre. Das Bundesverfassungsgericht sagt immer, es ist keine Superrevisionsinstanz. Das heißt, wenn der Bundesgerichtshof Mist macht, dann ist es nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht es standardmäßig korrigieren würde. Wenn aber der Bundesgerichtshof als letztes Instanzgericht die Bedeutung und Tragweite von Grundrechten in seinen Entscheidungen verkennt, dann schreitet das Bundesverfassungsgericht ein. Es ist also mit Recht und Fug, kann man sagen, es ist das höchste deutsche Gericht. Super. Und super. Ja, wieso? Ich meine, wir wollten doch jetzt hier auch mal positive Dinge herausstellen. Es ist doch super zu sehen, dass wir hier in Deutschland einen Instanzenzug haben mit verschiedenen Checks and Balances, der sich gewaschen hat. Ja, nicht wie in irgendeinem, weiß ich nicht. Bis 2006 im Vereinigten Königreich. Oder in der Volksrepublik China. Wobei da, das hatte ich schon mal erzählt, ist mein Wissen über das chinesische Rechtssystem, habe ich alles aus einem Richard Gere-Film, Red Corner. Von daher sollte ich aufpassen, ob das dann alles so stimmt. Aber in dem Film war das zumindest so, dass sie gesagt haben, in China bist du schuldig, bis deine Unschuld bewiesen ist. ich weiß aber nicht, ob das jetzt tatsächlich so ist. Gut, also Bundesverfassungsgericht kam nicht vom BGH, sondern, das weißt du dann besser als ich, ein Fall zu Arbeitslosengeld 2, vulgo Hartz 4. Und Ulrich, was ist passiert? Erzähl uns mal. Ja, das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, hat am 5. November dieses Jahres, also am vergangenen Dienstag, muss ich mich gerade mal kurz in der Zeit orientieren. Also gestern. Gestern ist dann schwierig, wenn der Ausstrahlungszeitpunkt oder der Hörzeitpunkt auch nicht schlecht, der Hörzeitpunkt des Podcasts nicht heute ist, was nicht zu erwarten ist. Also jedenfalls, Dienstag, den 5. November, hat das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung getroffen, ein Urteil gefällt, dass die Sanktionierung von Fehlverhalten für Bezieher von Arbeitslosengeld II in erheblichen Teilen als verfassungswidrig gebrandmarkt hat. Was heißt das? Einfach ausgedrückt, Bezieher von Hartz IV haben bestimmte Mitwirkungspflichten nach dem Sozialgesetzbuch. Mhm.
wenn sie diese Mitwirkungspflichten verletzen, das ist im Wesentlichen ist es die Einhaltung von Terminen beim Arbeitsamt, beim Jobcenter und die Bemühungen um eine Arbeit zu finden, wenn sie da also sich nicht so verhalten, wie es der Gesetzgeber und vor allem die Sachbearbeiterin, der Sachbearbeiter im Amt möchte, dann kann ihnen die Leistung zunächst um 30 und dann um 60 und konnten ihnen die Leistung um 30, dann um 60 und zum Teil bis zu 100% gekürzt werden. Die Leistungskürzungen traten standardmäßig für 3 Monate ein. Das heißt, man konnte also auch, wenn man Besserung gelobt und einen Kursus in Terminmanagement wahrgenommen hat und als Kursbester abgeschlossen hat, konnte man dieses einmal herabgesauste Fallbeil konnte man erst nach 3 Monaten wieder rausbekommen. Darf ich dazu eine Verständnisfrage stellen? Ja, bitte. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also du hast einmal nicht so gemacht, wie die Frau Müller-Lüdenscheid oder der Herr Schwakowiak vom Amt das wollte. Und dann hast du eine Sanktion reingeballert bekommen für 3 Monate. Und wenn du aber 2 Tage, nachdem du das, was du hättest machen sollen, also wenn du dich dann wieder trotzdem ordentlich verhältst, dann hat es trotzdem noch 3 Monate gegolten, ja? Ja. Das ist ja verrückt. Ja, das ist in der Tat auch jetzt vom Bundesverfassungsgericht dann beanstandet worden. Also verschiedene Dinge sind da beanstandet worden. Also einmal ist der Grundsatz ist hingegen nicht beanstandet worden. Also das ist der sogenannte Nachranggrundsatz, der besagt, dass nur solche Menschen, das ist eine politische Entscheidung, das ist in unserem Wirtschaftssystem so, das ist die Ausprägung des Sozialstaatsprinzips des Grundgesetzes aktuell, Nachranggrundsatz. Nachranggrundsatz sagt, nur Menschen, die ihre Existenz nicht selbst sichern können, haben Anspruch auf Leistungen zur Existenzsicherung. Das heißt also, es kann nicht jeder hingehen und sagen, weil ich Bock habe, möchte ich jetzt auch Hartz IV oder ich möchte es zusätzlich zu meinen Einkünften aus Kapitalvermögen, hätte ich gerne noch Hartz IV oder ähnliches. Das geht nicht nach einem Grundsatz. Nur wer nicht kann, soll vom Staat gegeben bekommen. Und bei diesem Nachrang, also der Bestimmung derjenigen, die das nicht selbst sichern können, ja, sind einmal die aktuellen Vermögensverhältnisse maßgeblich. Habe ich jetzt so ein 10-Parteien-Mietshaus oder habe ich es nicht? Aber eben auch die Frage, bemüht sich jemand genug? Ja? Also nicht nur kann er jetzt, sondern könnte er eigentlich seine Existenz selbst sichern. Wenn er denn, nur wollte. Wenn er nur wollte. Und wenn er denn dann diese Termine einhielte, die ihm der Sachbearbeiter beim Jobcenter setzt, damit er dort erscheint und vielleicht noch so einen Kursus macht für irgendwas, nett auf Leute zugehen, Kursus oder so etwas. Eine solche Verpflichtung, Mitwirkungspflichten zur Überwindung der eigenen Bedürftigkeit, das darf der Gesetzgeber den Leistungsempfängern prinzipiell schon auferlegen, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Nachranggrundsatz ist auch anerkannt in der, wie gesagt, gegebenen Wirtschaftsordnung. Ja. Bei diesen Belastungen, die daraus resultieren, formuliert das Bundesverfassungsgericht allerdings sehr, sehr strenge Anforderungen an deren Verhältnismäßigkeit. Das heißt, man darf also nicht mit vorgehaltener Waffe jemanden dazu bewegen wollen, dass er Termine bei Frau Hotzenplotz vom Jobcenter wahrnimmt, sondern ich habe ein bisschen Angst zu fragen, da gab es aber jetzt keinen realen Hintergrund, dass du jetzt das Waffenbeispiel gebracht hast. In diesem Fall war das anders, aber es geht in die Richtung, dass zwar nicht mit der Schusswaffe oder der Stich oder
Hiebwaffe, einem gefährlichen Gegenstand, einem gefährlichen Werkzeug da agiert wurde, sondern aber mit einem ziemlichen Morgenstern auch, nämlich der Kürzung um 30, 60 oder gar 100% des Arbeitslosengeld zwei Satzes von 435 Euro oder so. So ist das. Roundabout. Und da sagt man, also deshalb vielleicht dieser Vergleich mit der Schusswaffe, das dient der Existenzsicherung. Der Satz des ALG II, also dieser Hilfe zum Lebensunterhaltssatz, der ist daran ausgerichtet, was braucht man bei bescheidenster Lebensführung, um seine Existenz zu sichern. Es ist ja noch ein bisschen mehr als diese 400 und Euro, die man bekommt. Man kriegt ja auch Sachleistungen, Miete wird bezahlt unter Umständen und Ähnliches. Aber was braucht man darüber hinaus, um eine menschenwürdige Existenz zu führen? Und wenn man sagt, man braucht 456 Euro, um eine menschenwürdige Existenz zu führen, und das kürzt man dann um 30%, wäre ja so eine logische Rechnung zu sagen, ja, dann ist ja der Satz unterhalb dessen, was für eine menschenwürdige Existenz erforderlich ist. Das geht aber in Grenzen, so die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, aber in Grenzen. Und genug ist genug. Die Waffen, die dort die Jobcenter einsetzen dürfen, die dürfen nicht zu scharf sein. Und wenn nach wiederholten Pflichtverletzungen das Jobcenter sagt, 30% haben wohl nicht gereicht für dich, fauler Sack, jetzt kriegst du 60. Ja. Und das geht nicht. Das ist unverhältnismäßig, sagt das Bundesverfassungsgericht. Also jetzt auch nochmal Frage, das bedeutet, die 60% sind für immer jemals vom Tisch? Ja, zur Zukunft hat es jetzt nichts gesagt, wie der Gesetzgeber das jetzt regelt. Man kann dazu sagen, die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben Gesetzesrang. Dieses Urteil steht jetzt sozusagen wie ein Gesetz da, da steht drin, so wie es bislang ist, darf es nicht sein in Zukunft? Ja, ob der Gesetz, also. Aber das war doch jetzt meine Frage, dass quasi seit gestern, also seit dem 5.11., dürfen die Jobcenter nicht mehr sagen, 60% von deinem Arbeitslosengeld 2 ist weg. Also es bleibt, genau, das ist so. Manchmal machen die Übergangsfristen. In diesem Fall haben die, wenn mich nicht alles täuscht, gilt das sofort unverzüglich, haben die keine Übergangsfrist gesetzt, sondern die sagen, okay, diese Leistungsminderung bis zu 30% nach 31a SGB II, also des Sozialgesetzbuchs, diese Leistungsminderung um 30%, das ist anwendbar. Aber darüber hinausgehende Leistungsminderungen, etwa um 60%, sind nur ganz begrenzt anwendbar. Das hat so ein bisschen, bis zu einer Neuregelung ist es so ein bisschen anwendbar. Wie das gehen soll, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Da wird dann so eine zusätzliche Härtefallabwägung eingebaut. Man kann also ungefähr sich vorstellen, in welchem Ausmaß das dann auch zu Klagen führen wird. Also das ist sehr, die sagen jetzt, also die gesetzliche Regelung um 60% und die Regelung zum vollständigen Leistungsentzug, die sind jetzt noch eingeschränkt anwendbar. Es darf dann auch nicht mehr als 30% sein, auch wenn es in Fällen, wo es früher 60% war. Und von einer Sanktionierung muss abgesehen werden, wenn das eine besondere Härte bedeutet. Also das ist so ein bisschen klumpi-klumpi hin und her. Ich wollte gerade fragen, hätte man es nicht ein bisschen eindeutiger machen können? Fragezeichen. Ja, das Recht ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin ehrlich gesagt nicht so genau informiert, wie die Übergangsregelungen da jetzt sind. Ich schaue mehr auf das große Ganze, dass jedenfalls diese Regelung, diese Art von Sanktionierung nicht rechtmäßig, nicht verfassungsmäßig ist. Sie verstößt gegen das Sozialstaatsprinzip, das sich aus der Menschenwürdegarantie, Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 20 Absatz 1 dem Sozialstaatsprinzip ableitet. Dagegen verstößt es.
eigentlich schon eine ziemliche Klatsche für einen Gesetzgeber, dem gesagt wird, nee, du hast hier das ja. Sozialstaatsprinzip vernachlässigt, einschließlich dieses Aspekts der Menschenwürdegarantie. Eine sehr interessante und ich finde fast der zentrale Bestandteil der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder der zentrale Gedanke oder ein ganz wichtiger Gedanke ja. ist derjenige, dass die gesagt haben, dass mit den 60% Minderung des Hartz-IV-Regelbedarfs um 60% oder der Zahlung des Regelbedarfs um 60%, das ist einmal unverhältnismäßig, weil Menschenwürde ja. und so nicht mehr genug Knete, um menschenwürdig zu leben, kurz gesprochen. Ja. Das ist das eine. Aber dann haben sie noch gesagt, abgesehen davon stützt sich der Gesetzgeber da auch nicht auf tragfähige Erkenntnisse dazu, dass eine solche Sanktion irgendetwas bringen würde. Dass jemand, der da zweimal den Termin, den Frau Zindelmeier ihm gesetzt hat, verbaselt, ja. dass sich in dessen Leben oder dessen Erwerbsfähigkeit oder dessen Bemühungen, um einen Job, seine Hilflosigkeit zu beseitigen, dass sich daran irgendetwas ändert, wenn man dem nochmal richtig einen in die Fresse haut und sagt, jetzt kriegst du 60% weniger. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, da gibt es keine tragfähigen Erkenntnisse dazu, hat uns der Gesetzgeber jedenfalls nicht präsentiert. Nichts aus der Sozialpsychologie, nichts aus dem Tierreich, nichts aus der Physik, gar nichts gibt es dazu. Das ist alles irgendwie, das ist selbstgemachtes Hirngeschwurbel, dass man glaubt, wenn man jemandem auf die Finger kloppt, wenn man ihm nur genug auf die Finger kloppt, dann kommt er zur Besinnung. So, und da haben die gesagt, solange das hier nicht auf tragfähige Erkenntnisse gestützt ist, könnt ihr es sowieso vergessen. Das und war das finde ich eine sehr schöne, das ist die, juristisch gesehen, das ist die Geeignetheit der Maßnahme. Und da muss man nämlich sehr oft sehr genau hingucken, dass das evidenzbasiert ist. Das Einzige, was es hier gibt, ist dieses Fördern und Fordern und so dieses Stammtischniveau, wieso, ich gehe doch auch arbeiten, dann kann er doch auch arbeiten gehen, kann doch wenigstens den Park fegen. Genau. So. Ja, aber du, ich merke, wie dir das etwas ist genau sich das, Bahn bricht. Ja, das, was du da gesagt hast, das war nämlich, weil ich habe das ja auch so ein bisschen quer gelesen, die Berichterstattung, und auch mal ganz kurz in die Leitsätze des Bundesverfassungsgerichts reingeguckt. Und das war in der Tat der Teil, der mir am besten gefallen hat, weil ich das sehr gut finde, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, Moment mal, wenn es hier eine Regelung schon seit jetzt mittlerweile 15 Jahren gibt, ja, dann könnt ihr hier, wenn es darum geht, zu sagen, dass die Maßnahme geeignet ist, nicht einfach so hören sagen und ja, das ist so bringen, sondern müsst ihr quasi auch mal eine Studie gemacht haben und so. Und das finde ich ganz cool. Da würde ich mir einfach wünschen, dass das vom Verfassungsgericht so ein bisschen, also dieser Leitsatz, der ja auch auf andere Rechtsbereiche anwendbar ist, dass der da so ein bisschen in die Dogmatik, wie dort Recht gesprochen wird am Verfassungsgericht, dass der da einzieht, weil das wäre ziemlich cool. Weil das hast du ja bei ganz vielen anderen Gesetzen auch, ne? Also hier diese ganzen Sicherheitsgesetze, die in irgendwelche Grundrechte eingreifen, also sogenannte Sicherheitsgesetze, da gibt es ja auch keine einzige Studie, die zum Beispiel mal untersucht, ja, wie ist denn das mit der Funkzellenabfrage? Von daher finde ich das, also das ist mir auch aufgefallen, das fand ich war ein ziemlich cooler Punkt, weil das ist ja, kann man schon, finde ich, so auch als impliziten Auftrag an den Gesetzgeber verstehen, dass er im Grunde genommen alle Maßnahmen dort auf Geeignetheit überprüfen muss. Ja. Und darüber dann auch einen Nachweis erbringen muss, dass diese Informationen geeignet sind. Das wäre ja ein vollkommen neues Level, wie man in Deutschland dann Politik machen muss. Ja, das ist rechtlich und verfassungs- und verwaltungsrechtlich ist das kein neues Level, sondern gilt dieser Grundsatz, dass eine Maßnahme geeignet sein muss, ein Grundrechtseingriff geeignet sein muss, ja. um das damit verfolgte Ziel zu erreichen. Und da hat diese Geeignetheitsprüfung, die ist typischerweise ein eher
oder häufig ein etwas stumpfes Schwert, weil man sagt, ob etwas geeignet ist, um das damit verfolgte Ziel zu erreichen, das darf der Gesetzgeber mit einem erheblichen Einschätzungsspielraum, einer Einschätzungsprärogative selber festlegen. Selber das sagt ermitteln. Das Bundesverfassungsgericht. Das sagt es nicht hier, sondern das ist allgemeine Dogmatik im Verfassungsrecht, das ist also ein allgemeiner Grundsatz im Verfassungsrecht. Ja. Und diese Einschätzungsprärogative, das ist auch nicht ganz von der, das ist sinnvoll bis zu einem gewissen Grad. Natürlich ist es sinnvoll, dass da nicht so eine Truppe von 8 Richtern jederzeit, wenn es ihnen gerade in den Sinn kommt, etwas kippen kann, was ein mehr oder weniger kompetentes Ministerium mit 4000 Mitarbeitern und einer Regelung, die dann der Deutsche Bundestag noch beschlossen hat, was die da zustande gebracht hat, das können und dürfen die nicht so ohne weiteres wegballern da. Aber also diese Geeignetheit, etwas ist nur dann verhältnismäßig, ein Grundrechtseingriff nur dann verhältnismäßig, wenn er geeignet ist, das Ziel, das er verfolgt, zu erreichen, wenn er erforderlich ist, das heißt, es gibt also kein milderes Mittel, und wenn er verhältnismäßig im engeren Sinne ist, also unter nochmaliger Abwägung von allem Pipapo, der Grundrechtseingriff gerechtfertigt scheint. Ja, aber deswegen schränkt das Verfassungsgericht es ja auch ein und sagt, wenn das jetzt schon längere Zeit, wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob sie da längere Zeit genau definiert haben, ich glaube nicht, aber das war irgendwie so, wenn es schon mehrere Jahre ist. Ne? Also das ist ja eine ganz klare Einschränkung. Ne? Ja. Also wo klar wird, sie fangen jetzt nicht an, einfach, es ist ja auch ein Paradoxon, das funktioniert ja nicht. Ne? Wenn man ein Gesetz macht und sich davon erhofft, irgendeine Lenkungswirkung oder was auch immer zu haben und man da Regeln reinpackt, dann kann man ja in den seltensten Fällen sagen, dass das was bringt. Es sei denn, man kopiert das jetzt aus einem anderen Land, aber selbst wenn man es aus einem anderen Land kopiert, kann ja noch immer sein, dass die Rahmenbedingungen dann hier in Deutschland andere sind und es dann nicht so funktioniert wie in den Niederlanden oder so. Ja. Und ja. Aber also in der Tat, wäre mal ein schöner Auftrag an alle Verfassungsrechtler unter den Hörern, sich genau dieses Geeignetheitskriterium nochmal etwas genauer anzusehen. Denn in dieser Klarheit kommt es jedenfalls nicht in jeder Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vor, dass nämlich gerade, was du auch schon angesprochen hast, dieser Punkt zum einen, geeignet muss es sein, das heißt, es muss das Ziel erreichen können. Das muss sich auch aus irgendetwas anderem als aus irgendeiner unter der Dusche gefassten Idee eines Ministers ergeben. Und dann als dritter Aspekt da, dieser Zeitaspekt, wo das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich zu sagt, je länger die Regelungen in Kraft sind, und der Gesetzgeber damit deren Wirkung fundiert einschätzen kann, desto weniger darf er sich allein auf Annahmen stützen. Und das gibt Zuversicht, wenn man diesem Grundsatz weiter folgt. Okay, am Anfang könnte mal gucken, ob so eine Elektroautoprämie irgendwas bringt. Das dürft ihr ruhig. Ne? Das sagen wir euch nicht von Anfang an. Wir sagen euch nicht, können wir auch nicht. Wir sind ja ein paar Richterchen, können wir euch nicht direkt sagen. Aber wenn das nach 10 Jahren immer noch nicht fruchtet und nach 14 Jahren immer noch nicht fruchtet und wenn man da mal ein bisschen Statistik macht, wie viele von denen, die ihr bis zum nahe an den Hungertod mit Sanktionen zu knebeln versucht habt, damit die ihren PC-Kursus, wie schreibe ich eine geile Bewerbung, nun endlich absolvieren oder hier mal morgens um 9.30 Uhr beim Jobcenter erscheinen, wenn das also nachweislich nichts bringt oder nicht nachweislich etwas bringt, fliegt es raus, diese Regelung. Ja. Das haben sie sehr schön gemacht. Das Bundesverfassungsgericht, wahrscheinlich würden sich viele wünschen, dass sie also diesen Nachranggrundsatz auch beseitigt hätten oder dass sie gesagt hätten, da ist uns wirklich alles echt zu bescheuert mit diesem Hartz IV und dann soll da irgendwie einer den motivieren und das ist doch alles Quatsch. Macht doch lieber so eine Art Grundeinkommen, dann haben wir diesen ganzen Klimbim nicht. Wer bedürftig ist, der kriegt halt, hat halt nicht mehr und wer Bock hat noch zu arbeiten, der macht das halt. Weil wer dann irgendwie noch ein Ferienhaus will, der muss halt mehr als Grundsicherung haben. Ja. So. Na, wie dem auch sei. Jedenfalls
schöner Grundsatz. Je länger eine Regelung in Kraft ist, desto eher muss sie sich beweisen. Und ich fand eine der schönsten Stimmen, auf die ich gestoßen bin, war im Spiegel Florian Diekmann. Ich kenne ja nicht so viele Leute. Diekmann, ein vielversprechender Name. Ist auf jeden Fall, lässt schon mal hoffen. Im Guten wie im Schlechten. Ja. Und der hat gesagt, die Politik soll sich nun endlich zu Herzen nehmen, dass das Sozialgesetzbuch nicht zum Strafrecht gehört. Ja. Und das ist nicht richtig, wenn man überlegt, was für ein Aufwand zu Recht betrieben wird, wenn man einen Menschen hier strafrechtlich sanktionieren möchte. Der Aufwand könnte auch noch größer sein, aber es ist schon ganz erheblich, was da geschieht und was für einen krassen Rechtsweg man hat, auch wenn man wegen einer wiederholten Beförderungserschleichung verurteilt werden soll, hat man einen schon ganz passablen Rechtsweg. Und wenn man aus welchen Gründen auch immer meint oder tatsächlich bedürftig ist, wie man sich dann da von so einem kleinen Amtsschimmelführer da so richtig einen um die Mappe hauen lassen kann, der sagt, sie waren jetzt nicht hier. 30%. Ja, es ist zweimal halt nicht hier, 60%. Also in anderen Worten, wie krass das Sanktionsrecht da war, immer noch ist. Und da hat das Bundesverfassungsgericht erfreulicherweise einen doch ganz erheblichen Riegel vorgeschoben. Und um es nochmal zu sagen, weil ich es so gerne sage, weil es mir so viel Spaß macht, diesem auch so einer Stammtischpolitik weiter ein bisschen das Wasser abgegraben hat, ein bisschen am Stuhl der Stammtischpolitik gesägt hat. Ja, ich kann das verstehen. Was mir jetzt noch einfällt, ist natürlich, dass es ja auch einfach zwischen Leuten, die aus welchen Gründen auch immer auf Arbeitslosengeld 2 angewiesen sind und den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Arbeitsamt, herrscht ja auch einfach so eine krasse Asymmetrie. Ne? Also, weil du erstmal dann vor Gericht gehen musst, um eben im Zweifelsfall Recht zu bekommen, dass diese Sanktion nicht in Ordnung war, wohingegen das, ne, Beispiel Strafrecht da dann auch nochmal ein bisschen anders geregelt ist mit deiner Möglichkeit, in Berufung zu gehen oder eine Revision zu beantragen oder sonst irgendwas. Ne? Die Asymmetrie ist auch gleichzeitig dadurch geprägt, dass derjenige, der zu entscheiden hat, ob sich ein anderer ausreichend bemüht hat, gleichzeitig in einer Position ist, in der er selber ja da jeden Tag auf diesem mehr oder weniger tristen Arbeitsplatz hinrennen muss, um sein Geld zu bekommen. Das heißt, es ist also quasi das Mitglied des Stammtisches, der sich möglicherweise sagt, gerade in dieser Situation ist, was ich hier für meinen kargen Sold im öffentlichen Dienst, ich stehe jeden Tag, gut abgesehen von meinen 65 Krankheitstagen wegen Kopfschmerzen, stehe jeden Tag in meinem Amt, in meinem Jobcenter und der soll nichts machen, dem haue ich mal richtig einen drauf. Ja. Also, das ist jetzt nicht, gilt wahrscheinlich sicherlich nicht für das die Regel. Arbeitsamt, ne? Aber Arbeitsamt ist auch schön, ja. Bundesagentur für Arbeit. Das ist jetzt nochmal, ja, es gilt nicht fürs ganze Amt, aber für einige. Ist jedenfalls ein strukturelles Risiko, dass da einfach einer schlecht drauf ist oder einen nicht mag und sagt, oder was weiß ich, irgendwie eine Affäre wollte und abgeblitzt ist. Ja, und, ja. Ist natürlich Willkür, aber die gesetzliche Regelung, jedenfalls hat dies nicht unter der Lupe des Bundesverfassungsgerichts sind da ganz erhebliche Teile weggeschmolzen. Muss man sich halt mehr anstrengen, wenn man vernünftige Regeln machen will. Ja. Also ich glaube, wir beide hier zumindest sind uns irgendwie einig, dass wir Arbeitslosengeld 2 für so ziemlich die asozialste Erfindung der letzten 15 Jahre halten. Ich höre keinen Widerspruch, also gehe ich mal davon aus. Das ist ein interessanter Superlativ. Müssen wir in alle anderen asozialen Erfindungen nochmal vergleichen. Facebook
ist natürlich auch ganz vorne mit dabei in der Rang- und Hackordnung der asozialsten Erfindungen der letzten 15 Jahre. Aber was ich, und ich denke, das sage ich noch zum Schluss und dann wechseln wir das Thema. Was ich halt ganz interessant finde, und das kann man, bin ich zum ersten Mal auf diesen Gedanken gekommen durch ein Lexikon der Politik, was ich bei mir im Schrank stehen habe. Aber den Hinweis fand ich ganz gut, und zwar das mit Arbeitslosengeld II und den sogenannten Hartz-Reform hat halt ein Wechsel in der bundesdeutschen Sozialpolitik stattgefunden, weil die bisherige Leitlinie der deutschen Politik war es immer zu sagen, und das war auch so das öffentliche Verständnis von Politik, es ist die Aufgabe von Politik, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft brummt und dass alle Leute Arbeitsplätze haben und Vollbeschäftigung haben. Und, habe ich in diesem Podcast auch schon mal erzählt, aber erzähle ich nochmal sehr gerne, die Situation, dass Deutschland Vollbeschäftigung hatte, war tatsächlich eine Ausnahmesituation, die auch darin begründet lag, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg komplett zerstört war und aber trotzdem eine größere Industriebasis hatte als vor dem Krieg, weil halt während des Krieges so drastisch aufgerüstet worden ist, dass selbst nach Zerstörung, nach Reparation der Industrie-Output Deutschlands noch immer größer war als vor dem Krieg. So. Und dass man dann irgendwie diese Vollbeschäftigung, die man hatte, die historisch, wenn man die letzten 100 Jahre zuvor sich angeguckt hat, in Deutschland ein vollkommen singuläres Ereignis waren, dann halt zu glauben, ja, wir kriegen immer wieder Vollbeschäftigung, das ist natürlich komplett illusorisch. Führt uns auch zu den Problemen, die wir jetzt zum Beispiel mit dem Klima haben, dass man sagt, die Wirtschaft muss immer weiter und höher und schneller und besser. Und das finde ich halt einfach bemerkenswert. Und dass man dann aber diesen Shift vollzogen hat in den 90er Jahren, das ist im Grunde genommen so die Reaganomics, die dann aus den USA, aber auch aus Großbritannien hier so rübergeschwappt ist, so diese Vorstellung, wenn jemand arbeitslos ist, dann ist das nicht Politikversagen und Versagen der Wirtschaft, weil die nicht genug Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, sondern dann ist das Versagen von den einzelnen Leuten. Ja, hat sich nicht genug angestrengt. Und in dem Moment, wenn du so dieses, Neudeutsch würde man Framing sagen, wenn man so das Framing auf Arbeitslosigkeit verändert, dann schafft man es tatsächlich, Arbeitslosigkeit als individuelles Problem darzustellen und nicht als strukturelles Problem. Und in einer solchen Erzählung ist es dann natürlich auch total easy peasy, die Leute zu sanktionieren. Also und gut, dabei geholfen hat natürlich auch der Wegfall des Ostblockes, also irgendwelche Länder, die von sich behauptet haben, sie wären irgendwie sozialistisch und würden ja für den Arbeiter oder die Arbeiterin alles tun. Und ich glaube, dass Hartz IV, letzter Gedanke, tatsächlich auch sehr viel zu der Unzufriedenheit und Entsolidarisierung in Deutschland, die wir momentan erleben, beigetragen hat. Ja. Ja, also was ich dazu noch sehr interessant fand in diesem Zusammenhang, entweder hatten wir das vor oder haben tatsächlich im November vergangenen Jahres über die entsprechende Thematik schon gesprochen und im Januar dieses Jahres, als die mündliche Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht war, zu dem jetzt ergangenen Urteil. Aber jedenfalls bin ich gestoßen auf einen Artikel vom 21. November 2018 und da hatte kurz zuvor Frau Andrea Nahles in einem Gastbeitrag in der FAZ dafür plädiert, Hartz IV durch ein Bürgergeld zu ersetzen. Ja. Und dann ging es aber rund. Und dann haben sich also solche Großexperten wie der Forscher vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Schäfer, hielt es für sehr gefährlich, die Sanktionen abzuschaffen. Also, Klammer auf,
die das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt hat. Und dann auch ganz interessant, Hubertus Heil hat gesagt, die Sanktionen, er mahnte seine Sozialdemokraten, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und diese Prioritäten hat er offenbar nicht in einer Reform des Hartz-IV-Systems gesehen. Und Andrea Nahles war da so gesehen schon auf dem Weg des Bundesverfassungsgerichts, das jetzt sich nicht für ein Bürgergeld ausgesprochen hat, kann es nicht, wird seine Kompetenzen überschreiten und seine Autorität dadurch verlieren. Robert Habeck hat auch gesagt, also Hartz IV ganz abschaffen, es sei auf Demütigung ausgerichtet. Und tja, also eigentlich ganz gutes Thema, das dann wieder im Sande verlaufen ist. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht es ausgegraben. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wird das nicht nutzen. Und, nee, sie ist leider mit sich selbst beschäftigt. Ja. Ja. Gut. So viel zu Hartz IV. Auf jeden Fall sehr interessant und wir werden das natürlich, wie es so schön heißt, weiter verfolgen. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran, was sich die Politik da jetzt Schönes noch weiter ausdenkt. Wir kommen zu einem anderen sehr deprimierenden Thema, aber das auch nur ganz in Kürze. Ich fand es aber sehr schön, weil es nochmal auch illustriert, in was für bizarren Zeiten wir leben. 11.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Klimaforscherinnen und Klimaforscher, haben in der Zeitschrift Bioscience einen gemeinsamen, ja, offenen Brief, Artikel, wie man das auch nennen möchte, veröffentlicht, eine gemeinsame Erklärung, wo sie nochmal darauf hingewiesen haben, es sieht nicht besonders gut aus. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, wird es zu unfassbarem Leid für die Menschheit führen. So. Trotz Elektroautoprämie. Ich gehe darauf gar nicht weiter ein. Das Einzige, was ich daran, wie gesagt, bemerkenswert finde, ist tatsächlich, dass das, also wir gefühlt zumindest jede zweite Folge über so einen offenen Brief, eine neue Studie, ein neues Pamphlet irgendwie reden. Und es genauso ist wie bei Fridays for Future, die sich ja ganz aufrichtig enttäuscht darüber beklagen, dass sie keine, dass die Politik nicht auf sie hört und dass die Politik nicht auf sie eingeht. Genauso geht es diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch. Niemand hört auf sie, niemand geht auf sie ein. Das ist so eine Schlagzeile. Dann fühlen wir uns ein paar Minuten lang alle ganz schlecht und dann machen wir so weiter wie bisher. Ja. Ja, dann versuchen staatliche Einrichtungen, versuchen dann Greta Thunberg ein Preis zu verleihen, den sie konsequenterweise ablehnt. Das fand ich cool. Was war das nochmal? Norwegen oder direkt der ganzen nordischen Länder? Aber sie hat jetzt so einen Preis abgelehnt. Ne? Genau, und so einen Regierungspreis. Kriege ich leider jetzt nicht auf die Reihe, was das genau war. Aber das kann man sich natürlich, da kann man sich, wahrscheinlich sagt man das nicht, da kann man sich ein Eis für backen. Von diesen Preisen? Ja. Ganz im Gegenteil, es ist natürlich ein. Der war der Preis des Nordischen Rates. Preis des Nordischen Rates. Das ist wahrscheinlich sowas wie die Organisation amerikanischer Staaten auf skandinavisch und funktionierend. Aber, ja. Skandinavischer Umweltpreis heißt das. Ja, ja. Von Regierungsvertretern, wo man sagt, hey, nehmt doch nicht den Preis, sondern nehmt doch vielleicht, ergreift Maßnahmen. Ja, in diesem Zusammenhang erwähnenswert eine Initiative, oder ich finde sehr passend, sehr komplementär. Ja. Die Initiative, diesmal kommt sie von SPD-Landtagsabgeordneten in Nordrhein-Westfalen, die sich für eine Herabsetzung des Wahlalters aussprechen. Ein Dauerbrenner der aber auch immer auch wieder in verglüht in diesem Podcast und in der politischen Landschaft. Aber ich finde, eine unerlässliche Ergänzungsforderung zu allen Klimaforderungen und eine
wahnsinnig gut dazu passende Forderung, dass man sagt, das Wahlalter muss runter, weil es nicht angehen kann, dass die Leute, die sowieso nur noch 5 Jahre auf der Uhr haben, darüber bestimmen, sondern alle. Und je jünger sie sind, desto wichtiger ist ihre Regelung und ist ihr Engagement für die Zukunft. Deshalb runter mit dem Wahlalter, idealerweise, wir sprachen ja auch schon mal darüber, dass, aber wer, hat dass das wer einen natürlichen Willen bilden kann, der soll auch wählen können. Am Ende bröckelt es ja auch ganz erheblich, da könnt ja auch einige nicht mehr geradeaus denken, aber dürfen natürlich noch wählen. Was ist denn, wer hat das denn vorgeschlagen? Aber bestimmt jetzt irgendwie, nee, die Linke ist nicht im Landtag? Nee, die SPD-Fraktion. Ach ja. Ja, 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 Entschuldigung. Aber also ich lobe auch nicht diesen Vorstoß, sondern ich nehme ihn nur zum Anlass. Nur so ist dieses Thema, das ja latent immer vorhanden ist, dass da irgendwie die Nichtregierungsfraktion, die sich sowieso nicht durchsetzt, das mal sagt oder vielleicht glaubt, dass sie dann auch irgendein... Okay, so, gegessen. Aber dann... Ne? Aber ich finde es einfach eine zwingende Kombi, dass man das mit reinnimmt. Und meine Hoffnung ist eben nicht auch auf dem Klima... auch klimapolitisch. Meine Hoffnung ist eben auch, dass dann nicht irgendwelche 65-Jährigen über den Netzausbau entscheiden. Und, aber da muss man aber da jetzt mal so 2-3 Sachen... Und sagen, wieso? Internet geht doch. Dazu jetzt mal 2-3 Sachen und noch ein bisschen Bitte. Butter bei die Fische. Weil ja, das ist, also, hau rein. Entschuldigung. Erstens, schön für die SPD in NRW. Ich hasse es wirklich. Ich kriege da echt Puls, weil in Berlin zum Beispiel haben sie entsprechende Anträge abgelehnt. Und ich hasse es wirklich, dieses Spiel von Landtagsfraktionen, immer wenn sie in der Opposition sind, Dinge zu beantragen, wo sie in der vorherigen Legislaturperiode noch dagegen gestimmt haben, als sie in der Regierung waren. Das geht mir halt echt auf den Sack. Ich finde es bigott. Also Entschuldigung, dass ich mich da jetzt so aufrege und in Rage rede, weil es ist halt echt, es ist halt nicht zielführend. Das Einzige, wozu es führt, ist, dass es die... Das ist das Thema halt beschädigt, weil das Thema halt zu so einem Spielball wird, damit, weiß ich nicht, die SPD in NRW mal irgendwie mit einem Thema in der Zeitung ist und nicht mit, I don't know, irgendeinem Spökes. Weiß ich nicht, Kandidatenwahl, Wahlcomputer, you name it. So, und ansonsten gebe ich dir natürlich vollkommen recht, sobald man einen Willen bilden kann, sollte man die Möglichkeit haben, sich in ein Wahlregister einzutragen. Und in dieses Wahlregister wird man ansonsten mit, weiß ich nicht, 16 automatisch eingetragen und dann geht's los mit der Wahl. Ja, und auch hier der Grundsatz, dass Einschränkungen, also Beschränkungen dieses allgemeinen Wahlrechts, das gleiche und allgemeine Wahlrecht, einer besonderen Rechtfertigung dürfen, zumal wenn die ja keineswegs auf der Hand liegt. Das, beziehungsweise die gesellschaftliche Entwicklung, das wird man wahrscheinlich ohne weiteres nachweisen können, dass die Fähigkeit, am gesellschaftlichen und politischen Leben teilzunehmen, heutzutage typischerweise früher eintritt als in den 50er Jahren. Ich meine, wir haben es doch hier im BGB mit 14 bist du bedingt geschäftsfähig oder irgendwie so. Und ich glaube, mit 16 bist du doch schon geschäftsfähig, oder? Nein, mit 18. Mit 18. Voll unbeschränkt geschäftsfähig. Gab es nicht noch eine Abstufung zwischen 14 und 16? Ja, ich glaube, da gibt es diesen gab es mal diesen Taschengeldparagrafen, aber ich will damit sagen. Und das hatten wir in diesem Podcast ja auch schon mal erwähnt. Das Bundesverfassungsgericht hat ja erst im letzten Jahr, oder nee, es war in diesem Jahr, oder? Ja, ja. Vor der Europawahl, ne? Betreuten, unter Betreuung stehende. Genau, und in so Einrichtungen, also auch körperlich und geistig behinderte Leute, denen aus irgendwelchen bizarren Gründen das Wahlrecht entzogen wurde, verwehrt wurde, die dürfen wählen. Und das haben wir damals schon gesagt, und das sagen wir jetzt auch noch mal vor diesem Hintergrund, dass das Verfassungsgericht dabei betreuten Personen so entschieden hat,
gibt es eigentlich keinen sachlichen Grund mehr, warum eine Person, die 16 ist und die sagt, ich möchte jetzt an der Bundestagswahl teilnehmen, ja, warum die nicht wählen können, dürfen sollte. Nur, um das jetzt mal in konstruktive Bahnen zu lenken, sowohl der Ulrich als auch ich, wir sind volljährig. Wir können nicht mehr versuchen, uns in ein imaginäres Wählerregister einzutragen, um an der Wahl teilzunehmen. Das heißt, wir bräuchten junge Leute, die also versuchen, wählen zu gehen, obwohl sie nicht wählen gehen dürfen, um dann vor das Verfassungsgericht zu gehen und zu sagen, ich wurde hier in meinem Grundrecht eingeschränkt, an Wahlen teilnehmen zu dürfen. Und dann muss man das halt bis vor das Bundesverfassungsgericht oder bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte wäre natürlich noch lustiger, weil dann wären nicht nur die jungen Menschen in Deutschland, sondern auch direkt alle jungen Menschen in Europa betroffen. Ja, könnte man auch mal eine Studie machen. Also gar nicht so schwierig, die Studie. Muss man sich einfach mal anschauen, wie das eigentlich in anderen Staaten Europas und der Welt ist. Ob die zusammenbrechen, weil da 16-Jährige das Parlament des Staates mitwählen. War höchstwahrscheinlich nicht. Der Witz ist ja auch der, es gibt ja tatsächlich keine Kriterien für die Wahl, die definiert werden, damit du an dieser Wahl teilnehmen kannst, außer das Alter. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich niedrige Definition, ne? Also du kannst da komplett besoffen in die Wahlkabine gehen, solange die nicht merken, dass du komplett besoffen bist, weil im Zweifelsfall schicken sie sich da nach Hause. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich treffe heute meine Wahlentscheidung aufgrund der Tatsache, welcher Kandidat oder welche Kandidatin die meisten Vokale im Vornamen hat, dann ist das vollkommen legitim, dann schickt dich niemand nach Hause. Aber wenn du 16 bist und sagst, ich möchte die Partei wählen, die am wenigsten dafür sorgt, dass unsere Zukunft so wird wie Mad Max, ja, dann wirst du nach Hause geschickt und es heißt, ja, tut uns leid, du bist noch nicht 18. Da sollte man vielleicht mal überlegen, ob man was daran ändert, wenn ihr jung seid und an einer Wahl teilnehmen wollt, obwohl ihr es noch nicht dürft. Meldet euch doch mal bei uns. Weil dann können wir das im Zweifelsfall so eintüten, dass da irgendwas Konstruktives und Produktives daraus wird. Und wenn nicht, haben die jungen Leute halt kein Wahlrecht. Ja, dann lasst euch die Zukunft, also zum Beispiel den Umgang mit dem Weltklima und die Up- und Download-Geschwindigkeit des Internets, das lasst ihr euch dann von... Ja, Paul 60, Ziemiak. Von Paul Ziemiak oder von Frau, ich brauche doch nicht an jeder Milchkanne, Karliczek, lasst ihr euch die Zukunft gestalten. Ja, schade, schade, schade. Ja. Ich habe noch eine Ergänzung zum Thema Klima. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, der kam nämlich hier in diesem... Der kam hier in diesem Podcast noch nie und es ist auch relativ neu, weil es ist eine Meldung von Montag, dem 4. November. Und die hat es in sich, die ist wirklich sehr, sehr cool. Und zwar Microsoft Japan hat die 4-Tage-Woche getestet. Also das, wo ich schon immer sage, Berlin braucht einen weiteren Die sogenannte Lauerwoche, wie sie in Fachkreisen genannt wird. Das sage ich ja seit Jahren schon, Berlin braucht einen Feiertag und zwar den Mittwoch. Wir könnten uns aber auch darauf einigen, dass der Freitag Feiertag wird oder der Montag, ist mir persönlich egal. Das Schöne an Feiertagen ist, Feiertage sind Landessache. Jetzt könnte man sagen, Christopher, das ist doch totaler Wahnsinn, aber jetzt habe ich quasi, und das scheint sich ja hier wie so ein roter Faden durch die Sendung zu ziehen, ich habe jetzt eben auch ein Proof, warum das gut ist. Weil Microsoft Japan hat tatsächlich das getestet mit der 4-Tage-Woche und die Produktivität, wie immer die das auch gemessen haben, ist um 40% gestiegen. Was ich schon mal bemerkenswert finde, weil wenn die also in so einem Benchmark, also das muss ja irgendein Benchmark sein, den zumindest Microsoft Japan irgendwie anerkennt. Ja? Aber was ich halt viel geiler finde, ist, und hier zitiere ich jetzt gerade aus dem Guardian, also es ist halt
40% mehr Produktivität. Gleichzeitig haben die Leute 25% weniger Urlaub genommen, ja, oder frei. Das war aber wahrscheinlich, das war so ein fünfwöchiger Versuch. Und dann haben die wahrscheinlich aus Scham jetzt noch zu viel Urlaub zu nehmen, den Urlaub, den sie also jetzt so von ihrer Firma gekriegt haben, nicht genommen. Also diese 25% weniger frei, die finde ich jetzt nicht so verwunderlich. Und was ich aber richtig geil finde, und das verstehe ich nicht, weil die Arbeitswoche hat ja 5 Tage und trotzdem ist die verbrauchte Elektrizität bei Microsoft Japan um 23% runtergegangen. Also die haben ein Fünftel weniger gearbeitet und fast ein Viertel weniger Strom verbraucht. Und jetzt kommt aber das richtig, richtig Geile. Employees printed, ja, genau, 59% fewer pages of paper during the trial. Also muss ich mir das so vorstellen, aber ich kann es mir total gut vorstellen, dass jeden Freitag die Japanerinnen und Japaner 60% dessen ausgedruckt haben. Freitags haben wir nur gedruckt eigentlich. Freitags haben wir nur am Drucker. So, im Grunde genommen, The vast majority of employees, 92%, sagten, dass sie die kürzere Woche gemocht haben. Der Rest war verheiratet. Der 11.11. ist sehr nah. Der 11.11. it's coming, ich sage es dir. Aber um das mal zusammenzufassen, das deckt sich ja natürlich mit dem, was wir auch aus den Niederlanden kennen. Die Niederlande ist das Land mit der größten Arbeitsbevölkerung, die in Teilzeit arbeitet. Und gleichzeitig sind die Niederländer eins der glücklichsten und zufriedensten Völker der Welt. Und wenn man jetzt die Produktivität pro Kopf und das BIP pro Kopf sich irgendwie anschaut, dann ist es jetzt nicht so, dass die Niederlande ein Land sind, wo jetzt demnächst die UNO Care-Pakete hinschicken müssen, ja, oder so. Das Ganze, wo man noch ein bisschen was vom Hartz IV, das man kürzt. Dann. Genau, genau. Ja, so. 40% Produktivitätssteigerung, hattest du das auch schon gesagt? Das hatte ich ganz am Anfang gesagt, das war der wo Tag, wo man nicht wo genau weiß, hatte, wie man das gemessen hat. Ne? Aber 40, also wenn, da scheint es auch ein bisschen noch zu, wenn es wirklich 40% wäre, wäre es ja eine absolute unternehmerische Fehlentscheidung, die Leute wieder freitags anlaufen zu lassen, ne? Auflaufen, ja, zu lassen. Ja, also du sagst, in den Niederlanden merkt man es ja auch. Man merkt es ja im eigenen Leben auch, dass der Umstand nicht, einfach mal doch noch 2-3 Mal öfter aus dem Hamsterrad kurz herauszutreten, sich das Hamsterrad so von außen anzugucken und sich zu fragen, should I? Sollte ich wirklich? Ja, das hilft ja auch, um ein besseres Leben zu führen. Und ein interessanter. Es ist halt eigentlich, ich finde es deswegen. Die haben es ja freitags gemacht, auch interessant. Ich finde es deswegen so geil, weil ich glaube tatsächlich, dass das, also wenn auch in anderen Firmen sich das auch nur ein bisschen so reproduzieren lassen würde, stell dir mal vor, der weltweite Papierverbrauch durch Unternehmen würde um 60% sinken. Das sind ja ganze Teile des Regenwaldes. Also wer hätte gedacht, dass das papierlose Büro dadurch kommt, dass du den Leuten einfach freitags freigibst. So, dann 23% weniger Strom. Jetzt müsste man natürlich, um genau zu gucken, um das irgendwie vergleichen zu können, müsste man natürlich, und da ist natürlich klar, dass Microsoft das jetzt nicht machen kann, aber müsste man gucken, wie viel Strom dann verbraucht wurde von den einzelnen Angestellten, die dann zu Hause waren. Also es ist jetzt ein bisschen trügerisch, ne? Könnte natürlich sein, dass Microsoft zwar 23% weniger Strom verbraucht hat, aber die Leute dann insgesamt mehr als diese 23% Strom, verstehst du, was ich meine? Mhm.
Wobei ich die Vermutung habe, dass der Strom, den die Leute an diesem freien Tag verbraucht haben, trotzdem weniger gewesen sein dürfte als der, den sie bei Microsoft verbraucht hätten. Und was ich halt total gut, oder was ich halt am wichtigsten finde, ist, 92% der Leute sagen, sie mögen die kürzere Woche besser. Und ich meine, wenn es die Leute mehr mögen, 40% Produktivität drauf, du hast vollkommen recht, es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu machen. Ich würde sagen, wenn ich das tatsächlich hinkriege mit diesem Volksbegehren Berlin CO2-frei, ja, wobei eigentlich könnte ich, weißt du, also das Volksbegehren 4-Tage-Woche Berlin miteinander verbinden. Nee, das kann ich eigentlich auch schon jetzt am Montag starten. Also jetzt kann ich jetzt eigentlich jetzt schon starten. Das ist ja ein Selbstläufer. Ja, ich glaube auch. Ohne Spaß. Also die Gesetzesänderung, die kriege ich sogar noch selber geschrieben, weil das ist echt nicht so kompliziert, das Landesfeiertagsgesetz oder so umzuschreiben. Ich mache das mal. Also liebe Hörerinnen und Hörer, Leute, die Interesse daran haben, noch ein lustiges Volksbegehren zu starten, dass der Mittwoch oder der Freitag endlich Feiertag wird, ja, die sollen sich einfach melden. Dann gründet man irgendwie einen Verein. Und auch die unter 18-Jährigen, die dann da nämlich schon das erste Mal zur ersten Wahl gehen. Ich glaube, das würde dann, ist, glaube ich, sogar 16. Offen gesprochen wäre das, glaube ich, 2021 wahrscheinlich erst. Aber we will see. Aber das wäre die Klimaschutzmaßnahme überhaupt. Stell dir das mal vor. Und alle Leute, die am Feiertag dann arbeiten müssen, die also, weiß ich nicht, BVG, U-Bahn oder so, ja, die kriegen Feiertagszuschlag. Wie geil ist das denn? Ja, oder eben diese Essential Facilities, Stichwort Intensivstation der Charité, die kriegen dann halt an einem anderen Tag einen Tag mehr frei. Ja, ja. Total geil, oder? Können Jens Spahn noch Pfleger aus Mexiko. Ich meine das ernst, ich habe da jetzt Bock drauf. Das ist mal was Positives und nicht die ganze Zeit so Rumgeheule. Ja, Wahlalter runter, evidenzbasierte Bewertung von Grundrechtseingriffen und mittwochs frei oder freitags. Das, ja, sollte man sich überlegen, ob mittwochs oder freitags, nicht, dass da sich die Gegner, nicht, ja, dass sich also das kannibalisiert. Wenn das in Japan mit Freitag gut geklappt hat, dann nimmt man halt einfach den Freitag. Ja. Also mir ist das gehoppt wie gesprungen. Das ist wahrscheinlich für Familien cooler, wenn sie den Freitag haben, weil dann kann man auch mal übers Wochenende, weiß ich nicht, in die Uckermark fahren. Oder ja, so einem SUV. Aber was mir dann auch einfällt ist, damit ich dran denke, wenn man jetzt schon so ein Volksbegehren macht, müssen wir unbedingt gucken, dass wenn ein das da auch noch reinkommt, das ist nämlich eine Regelung, die es auch in Japan gibt, wenn ein religiöser Feiertag, aus welchem Grund auch immer, auf einen Sonntag oder dann den neu zu entstehenden Freitag fällt, dass der dann auch noch mal extra dran gehangen wird. Ne? Dass das nicht so ist, dass, ja. So edgy. Nicht so edgy. Ja, ist doch scheiße. Weil es ist so wie, wenn Weihnachten auf den Freitag fällt, ne? Genau, wenn der 24. Auf einen freien Freitag. Wie bitte? Nein, ich rede jetzt vom alten System. Ah, du meinst, wenn der 24. Dezember ein Freitag ist, das ist doch das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja, ich bin ja nicht Arbeitnehmer, mir ist es ja egal. Ja, aber stell dir mal vor, du wärst Arbeitnehmer, dann fändest du es auch geil, wenn du einfach mal 2 Tage länger mehr frei hättest. Das ist auch kein Gegenargument, aber es ist nicht das Schlimmste, was mir passieren kann. Ja, das ist gut. Okay, bevor wir jetzt anfangen, darüber zu diskutieren, was das Schlimmste ist, was einem passieren kann. Chaka, wir machen das. Wir machen ein schönes Volksbegehren. Gibt den Freitag. Ich meine, warum heißt der eigentlich Freitag? Genau. Das ist auch obendrein Etikettenschwindel. Ja. Ja, ich sag gut, das mal, mit Sonntag, das ist jetzt auch immer fraglich. Ich sag mal, ne? Ja, wieso? Aber das ist der Tag, wo man sich sonnt. Ne? Und ich sag richtig mal so, dass am Freitag nicht frei ist.
Der zeigt doch wieder, der Ehrliche ist der Dumme. Also das ist eine ganz, ganz große Irreführung. Das ist eine Irreführung. Ich sag mal, wenn man das als Firma machen würde, da wäre man schon mit einem halben Bein. Das ist Betrug. Da wäre man schon mit einem Bein. Gleich ein Widerstandsrecht. Also, aber ich mein, Jakob Augstein nennt seine Zeitschrift Zeitung der Freitag. Ja. Die müsste dann wahrscheinlich an einem anderen Tag erscheinen. Das ist egal. Das ist mir alles egal. Es kommt wahrscheinlich von einem altgermanischen Freier oder sowas. Nee, ich glaube nicht, aber ist auf jeden Fall eine schöne Theorie. Ich glaube, wir sind durch mit Microsoft 4 Tagen und Volksbegehren Freitag frei. Ja, der ist der Göttin Freier gewidmet. Freier, ja. Also es ist doch, ja, weiß man, ja, aber vielleicht ist das die große Irreführung, dass jetzt dann auch noch die Erklärung wird noch mitgeliefert, dass nämlich in Wirklichkeit ist es, weil der frei ist. Na, wie dem auch sei. Ja, schöne Sache. Schöne Sache. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Wir wollten noch über, du wolltest noch, das kriegen wir wahrscheinlich tatsächlich ganz kurz geklärt, 34 Zurückverweisungen an der deutsch-österreichischen Grenze. Ja, wir erinnern uns, der Bundesheimatminister Horst Seehofer hat also mit sehr hoher Geschwindigkeit die GroKo, herzlichen Glückwunsch GroKo, Hälfte ist geschafft. Reden wir heute, nachher auch noch drüber. Kommt gleich. Hat jedenfalls mit sehr hoher Geschwindigkeit versucht, vor die Wand zu fahren. Vor circa einem Jahr, würde ich sagen. Im Sommer 2018? Ja, vor 1,5 Jahren. Da gab es kein Sommerloch. Als er zur Existenzfrage für Kultur und Bestand insgesamt der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit erhoben hatte, Geflüchtete, die wiederholt versuchten, über Österreich einzureisen oder einfach über Österreich in die Bundesrepublik Deutschland zu gelangen, weil Österreich sicherer Drittstaat, jedenfalls die zurückweisen zu können. Da gab es tierisch Ärger mit Österreich, weil die gesagt haben, ja, tschä, wenn ihr jetzt nur die Leute, die direkt in der Bundesrepublik anlanden, nehmt, dann ist aber ein bisschen blöd, ne, weil ihr habt ja gar keine Nicht-EU-Außengrenzen. Und das finden wir doof, also so Zurückweisung finden wir nicht gut, also riesen hin und her mit Österreich, tierisch im Clinch, mit der Koalition im Clinch und dann sollten da so Willkommenslager gemacht werden und ähnliches, ja, und es war gar nicht nötig, da so ein Riesentheater zu machen, denn die Problematik, um die es da ging, ist es also, die Lösung, die man sich dann hart erkämpft hat, hat dazu geführt, dass seit August 2018 rund 34 Geflüchtete sind abgewiesen worden an der deutsch-österreichischen Grenze. Und das ist nicht viel. Und ja, das zeigt sich. In was für einem Zeitraum jetzt nochmal? Seit August 2018, also anderthalb also Jahre lang. In anderthalb Jahren geht also es jetzt quasi tatsächlich pro um. Pro Monat circa 2. Das ist so ein Quatsch, echt. Rund 2, wahrscheinlich in einem Monat gar keiner und dann kamen 4. Uiuiuiui. Es ist ruhig geworden auch um Horst Seehofer. Ja, doch, vor kurzem hat er nochmal sich eingeschaltet in die Debatte. Wahrscheinlich ist die Frage, um welches da konkret ging, aber er hat irgendwie eine Verrohung der Sitten im Internet beklagt. Ja, Mensch. Und in der politischen Auseinandersetzung. Ja, eine der großen Verrohungen war diese Prügelei, als würde die Republik untergehen, wenn man an der Grenze nicht sofort und ohne Prüfung zurückweisen könne, die Leute. Ja, das war wohl Quatsch. Ja, wollten wir nur mal sagen, 34, Zahl der Woche hatten wir schon lange nicht mehr. 34 Zurückweisungen an der deutsch-österreichischen Grenze. Sofort, zack, nach Griechenland zurück. 34 Fälle, es ist wesentlich mehr Platz in unserem Land. Ja, nächstes Thema. Was möchtest du denn? Ich möchte noch, aber du, nö, ich bin eigentlich vollkommen bedient. Ich gucke gerade, was für eine Domain ich noch registrieren kann für das schöne Volksbegehren. Ich finde freitags
freitagsfeiertag.de, das ist doch eigentlich ganz gut, oder? Freitags gehört Papi mir. Ja, ich kann jetzt aber nicht 95 Domains registrieren, aber ich finde Freitagsfeiertag ist doch ganz gut, oder? Freier Tag. Das ist sehr gut. Freier Tag, aber das klingt so ein bisschen nach Bordell, aber gut, da müssen wir durch. Ja, da könnten, das könnte man in der Tat dann. Das Problem ist, die Domain ist schon weg. Freier Tag? Freier Tag ist schon weg. Ja, gut, so originell war es ja auch nicht. Aber vielleicht ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant beim Domain-Suchen. Ich finde schon, das hat ja auch was Historisches, wenn später mal es dann darum geht, zu klären, wie Berlin das geschafft hat, die Vier-Tage-Woche einzuführen. Muss man ja auch auf die Anfänge gucken und hier ist man jetzt quasi live dabei. Es war ein Mittwoch, es war. Ich mach mal einfach freier Freitag. Das klingt ganz gut. Das registriere ich jetzt mal. Und du wolltest vorhin noch, und da habe ich direkt geantwortet, niemand interessiert sich für die SPD. Sag ich jetzt natürlich als jemand. Sag ich jetzt natürlich als jemand, der selber immer gerne über die SPD hier ankotzt, aber ich muss ja abkotzt, aber ich muss ja tatsächlich sagen, wenn ich eins gemerkt habe in dieser ganzen Debatte um den SPD-Wahlcomputer, wo es ja auch nochmal ein sehr schönes Video von John Oliver gab, wo er erklärt hat, warum Wahlcomputer die komplette Katastrophe sind. Jetzt nicht meinetwegen, aber er hat es mal erklärt, weil in den USA ja diese Voting Machines benutzt werden. Langer Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall, die SPD macht auf sich aufmerksam, dass der Kandidat für den Vorsitz, Norbert Walter Borjans, ehemaliger Finanzminister Nordrhein-Westfalens. Zugeschriebener Name, der Bernie Sanders von Köln-Sülz. Der Bernie Sanders von Köln-Sülz. Ja. Der hat jetzt gesagt, die SPD soll besser keinen Kanzlerkandidaten aufstellen. Ja. Überraschender Vorstoß, nannte es Spiegel Online, von Norbert Walter Borjans. Und das lässt einen, insofern ist in der Tat ein etwas schwieriges Thema, es lässt einen so ein bisschen sprachlos. Zunächst ja. Einmal muss man ja über dieses Stadium des So What hinwegkommen. Also warum spricht, also Walter, Norbert Walter, NWB, gut, interessiert jetzt auch so wahnsinnig nicht. Du bist zwar mit Frau Esken zusammen eins der zwei aussichtsreichsten Tandems, das die SPD zu bieten hat, hast aber sowieso keine Schnitte gegen Olaf Scholz und Frau Step in, wie heißt die Dame an der Seite von Olaf Scholz? Clara Gleiwitz. Ja, sehr schön. Walter Borjans und Saskia Esken, ihr habt sowieso keine Schnitte gegen das Gleiwitz, Duo Scholz-Gleiwitz. Und nun ja, und dann jetzt dieser Vorstoß, also großes Unverständnis löst es aus. Vielleicht, um dem mal noch ein bisschen, um das in konstruktive Bahnen zu lenken, was war denn die genaue Argumentation von Norbert Walter Borjans, warum man das denn nicht machen sollte? Man muss dazu auch noch mal sagen, vielleicht ein Hintergrund. Spiegel Online hat ja, oder der Spiegel ist ja jetzt alles eins, die haben so nach Vorbild der amerikanischen Privatmedien ein Kandidatenduell, ein Kandidatinnenduell gemacht zwischen dem Team Walter Borjans Esken und Scholz Gleiwitz. Das wird jetzt natürlich brutalst möglich vermarktet. Also die ersten beiden Meldungen auf der Webseite von Spiegel Online, HP1 und HP2, wie der Kenner sagt, ist also, ne, das Kandidatenduell, dann auf Platz 2 ist Online-Abstimmung, welches Team sehen Sie vorn?
habe ich natürlich vorhin einfach, um ein bisschen zu trollen, Team Scholz-Geiwitz abgestimmt. Ja. Jetzt stimme ich zum zweiten Mal ab. Im Moment sieht es so aus, dass 20,25% sagen Scholz-Geiwitz und 63,51% sagen Walter Borjans-Esken. Ist aber auch egal, jeder kann so oft abstimmen, wie er möchte. Das ist ungefähr genauso sicher wie der SPD-Wahlcomputer. So, jetzt aber nochmal die Frage. Wie hat Walter Borjans das denn begründet? Achso, das ist keine rhetorische Frage. Das würde mich tatsächlich interessieren, weil vielleicht hat er ja irgendeinen Grund, wo ich jetzt sage, hey. Ja, ich stehe noch immer so ein bisschen unter dem Einfluss dieser Spiegel, diesem Spiegelstunt da aufgesessen zu sein, bei dem die dieses so eine Nullnummer zum Thema machen. Er glaube nicht, so NWB, dass wir im Augenblick an dieser Stelle sind, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Wir sind nicht an der Stelle. Und also er hat es sozusagen mit mit dem Betriebsablauf begründet. Und er ließ, so hat Spiegel es bemerkt, zu dem Durchblicken, dass unter ihm, also NWB als SPD-Chef, sein Konkurrent Olaf Scholz wenig Chancen auf die Kanzlerkandidatur hätte. Ja. Und wenn er und Frau Esken Vorsitzende würden, würden sie die Frage stellen, gibt es eine Alternative zu dem, wer es sich zutraut, also Olaf, und wie könnte die aussehen? Ja, ich würde zumindest sagen, dass diese Partei, anders als viele glauben, über eine Menge sehr qualifizierter Köpfe verfügt, über Super. Die man dann mal gemeinsam reden müsste. Es gäbe, Zitat, eine Menge Möglichkeiten, über die man dann sprechen kann. Ja. Es gehe da, das ist doch totaler Quatsch. Ja, also, ich hatte dich ja darum gebeten, das mir einfach mal zu sagen. Es hätte ja sein können, dass der lässt sich nicht erklären. Das hast du sehr Norbert schön herausgearbeitet. Walter Borjans irgendeinen Grund gehabt hätte, wo man dann sagt, hey, ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Das ist totaler Unsinn. Die SPD verhält sich momentan tatsächlich wie eine Partei, die bei 13 bis 16% in den Umfragen ist. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, mein Auge blieb an dieser Meldung deshalb hängen, ja, weil ich das sofort damit verknüpft hatte, vielmehr als einziger Grund ein, wir stellen keinen Kanzlerkandidaten auf, weil wir es sowieso nicht schaffen. Das ist so die einzige logische Schlussfolgerung, die es da geben kann. Aber er hat ja irgend sowas dahergeschwurbelt. Es könnte auch ein anderer kluger Kopf, gibt so viele, könnte besser vielleicht ich oder er oder Scholz oder unter mir und das, warum überhaupt. Das Problem ist, dass er sich überhaupt auf diese Frage festnageln lässt. Weil wenn ich jetzt in seiner Situation würde und gefragt werden würde vom Spiegel, Herr Lauer, wie sieht es aus mit der Kanzlerkandidatur? Würde ich sagen, ja, das muss ich Ihnen ja nicht erklären, dass das jetzt zu früh ist, da irgendwas qualifiziert zu sagen. Also sage ich dazu nichts. Und wenn man dann nochmal gefragt wird, kann man es halt auf die totale Metaebene ziehen und sagen, ja, also wir wissen doch genau, wie es ausgeht. Wenn ich jetzt sage, nein, besser keinen aufstellen, heißt es, die SPD traut es sich nicht zu. Und wenn ich sage, ich mach's, heißt es, der Lauer will Bundeskanzler werden. Aber immerhin erklärt er es und nicht so dieses, wir brauchen keinen Kanzlerkandidaten. Ja, also sagen wir mal so, die SPD poolt sich seit der Bundestagswahl, aber auch schon im Grunde genommen davor, mit großer Freude im Boppes herum, denkt, das würde irgendjemanden da draußen interessieren. Tut's aber gar nicht. Ja, es ist nicht. In der Tat völlig belanglos, ob NWB
einen Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken möchte und wer es ist, sein soll, es ist wirklich komplett der belanglos. Dr. Giffey ist ja wieder aus der, der Witz ist der, nachdem, aus der Quarantäne, aus der universitären Quarantäne zurück. Ja, da können wir aber leider nichts zu sagen, weil sonst, sonst rege ich mich hier zu sehr auf. Entschuldigung, jetzt muss ich ja doch was dazu sagen. Aber man kann ja nicht kommunizieren. Die Begründung der FU fand ich ja auch ein bisschen geil. Also, dass man sagt, ja, wir geben ihr jetzt eine Rüge, weil sie nicht an allen Stellen ordentlich zitiert hat. Aber so richtig toll war es jetzt nicht. Aber den Doktor erkennen wir ihr trotzdem nicht ab und so. Wo ich mir dann so denke, wenn ihr gedacht habt, dass das jetzt als irgendwie salomonisches Urteil oder dass die Leute ein solches salomonisches Urteil besonders gut finden würden, dann habt ihr euch getäuscht. Ja, und die Rüge ist ja ein Instrument, das die Universität Düsseldorf beispielsweise bei Beurteilung der Ex-Dissertation von Frau Schawan ausdrücklich ausgeschlossen hat, weil die Rüge nicht vorgesehen ist, okay, wenn das nicht vorgesehen ist, können wir es vielleicht doch machen, aber auch ihrer Ziel- und Sinnlosigkeit wegen. Das heißt, die Rüge, also so die Ermahnung, wenn du das beim nächsten Promotionsverfahren, wenn du das nochmal machst, dann bist du raus. Also dann ist aber wirklich Ende. Ne? So. Also jetzt auf Bewährung, aber wenn du nochmal eine Dissertation in dieser Qualität abgibst, ich fand es vom Thema her, fand ich es auch so ein bisschen, ich glaube, die hat irgendwie, die war in Neukölln Integrationsbeauftragte und hat über das Wesen der Integrationsbeauftragten in Neukölln, also so in die Richtung, weiß ich nicht genau. Es war irgendwas über die EU. Abgesehen davon, wenn man dann, also diese Rüge finde ich auch unter dem Gesichtspunkt, also dann völlig abwegig, dann muss man also zuallererst vielleicht auch mal das eigene Personal ein bisschen rügen, dass die eine rügenswerte Doktorarbeit durchwinkt, dass es eine solche durchwinkt. Und also die Rüge ist ja auch nochmal so eine, sozusagen, wir haben es jetzt noch eine halbe Nummer runtergestuft. Das, also als würde die nochmal prüfen, wie gut das war. Das ist also auch ein völlig absurdes Verfahren. Also entweder sie hat getäuscht oder nicht getäuscht, aber so ein bisschen getäuscht geht da nichts, wie bei Schwangerschaft und Tod. Ne? Hier, also, so Europas Weg zum Bürger, die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft. Das war ihre Dissertation. Und das wird von einer Miriam Olbrich so kommentiert: Die Bundesfamilienministerin darf ihren Doktortitel behalten. Das eigentliche Defizit ihrer Dissertation sind allerdings keine schlampigen Quellenangaben, sondern ihr Thema. Giffey schrieb über sich selbst. Mit Wissenschaft hat das wenig zu tun. Mhm. Und die Überschrift war legal, aber wertlos. Ja, gut. Ja, aber das ist nur, dann auch wieder, das nur am Rande. Wir haben da ja drüber gesprochen, weil wir gesagt haben, die SPD hat nicht mehr so viel Spitzenpersonal. Ne? Ja, ja. Und was mir dazu noch eingefallen ist, nach der Art und Weise, wie die SPD mit Martin Schulz umgegangen ist, als Spitzenkandidaten, als Kanzlerkandidaten, würde ich sagen, ey, selbst wenn sie jemand Cooles finden, der auf eine gewisse Art und Weise in der Lage ist, die Leute mitzureißen, der dazu in der Lage ist, die Leute irgendwie zu motivieren, ja, den kriegen die auch noch klein in so einem... Cool muss kein Vorteil sein. Cool muss kein Vorteil sein, insbesondere nicht beim Mittelmaßgeschwader des Willy Brandthauses. Ja. So, haben wir dazu noch was? Nee, haben dazu wir nicht, haben wir nichts. Ne? Haben wir noch ein Thema? Ja, wir haben noch zwei Themen. Oh. Ein Thema haben wir nämlich vergessen. Als es darum ging, über das Klima zu reden, haben wir total vergessen, dass es jetzt eine erhöhte Prämie für E-Autos gibt. Und zwar hat sich die Bundesregierung dazu entschieden, die Prämie auf E-Autos auf 6.000 Euro zu erhöhen. Gestaffelt, ja. Also die Prämiengestaltung ist so, dass für rein elektrische Autos unterhalb eines Listenpreises von 40.000 Euro klettert der Zuschuss von derzeit 4.000 Euro auf 6.000 Euro. Wenn die Karren über 40.000 Euro kosten, beläuft sich die Prämie auf 5.000 Euro.
Ja, das ist eine Erhöhung der Prämie für die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges, eines vollelektrischen Fahrzeugs. Und keine Deckelung mehr. Oder eines Hybridfahrzeuges. Wenn ich das richtig sehe, gibt es die Deckelung weiterhin, dass Fahrzeuge, die einen bestimmten Preis übersteigen, dieser Mega-Tesla zum Beispiel. Ich habe jetzt hier so einen Artikel vom 5.11., wo steht, die Deckelung soll entfallen. Ja, meine Information war, dass die Deckelung fortbesteht. Da fehlen jetzt mir... Ich kann es recherchieren, wenn ich schneide den Podcast, ich werde es raussuchen, ob es mit der Deckelung stimmt oder nicht, müsst ihr dann im Blogbeitrag zu diesem Podcast lesen. Ja. Ja, und das ist also die Maßnahme, darüber hinaus sollen die Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge flächendeckend und groß ausgebaut werden. Ja. Ja. Ich finde es deswegen so geil und deswegen wollte ich darüber reden, weil wir in Deutschland ja zum Beispiel gerade auch eine Debatte über die Grundrente haben. Ne? Und bei der Grundrente ist ja das ganz, ganz große Streitthema zwischen der SPD und der CDU, das mit der sogenannten Bedarfsprüfung. Ne? Die SPD sagt, nein, wenn die Grundrente quasi beantragt wird, dann muss da nicht nochmal irgendwie nachgewiesen werden, dass du tatsächlich in irgendeiner Form bedürftig bist. Die CDU sagt, nee, das geht doch nicht, das ist doch total assig. Ja. Gleichzeitig sagt die CDU jetzt hier an dieser Stelle, das wurde auch schön von Bernd Ulrich von der Zeit zum Beispiel zusammengefasst, dass jeder, der also so ein Auto kauft, ob das jetzt Susanne Klatten ist oder Frau Müller-Lüdenscheid. Es wird keine Bedürftigkeitsprüfung durchgeführt. Es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung, sondern du kaufst ein solches Auto und kriegst einfach mal 6.000 Euro zurück. Und das finde ich halt ganz interessant, weil wenn du dir jetzt überlegst, so ein Elektroauto für 40.000 Euro kriegst du jetzt über 10% Rabatt, ja, mit diesen 6.000 Euro. Und der wird halt wie 2009 schon, als die sogenannte Abwrackprämie auf abenteuerlichen, ich muss jetzt nochmal gucken, wie hoch sie war, ich habe es neulich nochmal gelesen und es war wirklich abenteuerlich. Genau, das waren zuerst 1,5 Milliarden Euro und dann wurden es 5 Milliarden Euro. Also man bezahlt einfach der Autoindustrie, das ist ja eine direkte Subvention der Autoindustrie. Ja? Weil die nicht in der Lage sind, ihre Elektroautos verkauft zu bekommen. Und das finde ich halt geil, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Firma Brompton, wer mir auf Twitter oder auf Instagram folgt, weiß, dass ich ein begeisterter Brompton-Fahrer bin. Ich glaube, du gehörst jetzt mittlerweile auch zu dem Club. Ja. Kriegen leider kein Geld von der Firma Brompton, auch keine Fahrräder. Ja, haben wir schon. Naja, aber was wir zum Beispiel noch nicht haben, ist das Elektrorad von Brompton. Fängt bei 3.000 Euro an. Ein Kritikpunkt am sogenannten Autogipfel und der sogenannten Elektroprämie, dass sie... Umweltprämie. Dass sie jegliche andere Fortbewegungsart, einschließlich des Elektrofahrrads oder des Kollektivtransportes, des öffentlichen Personennahverkehrs, völlig unberücksichtigt lässt. Dass also dieser ganze Teil der Fortbewegung ausgeblendet ist und der Umstand, dass die Automobilindustrie bislang nach summarischer Prüfung bei der sogenannten Fortentwicklung ihrer Fahrzeuge einfach dafür sorgt, dass die immer schwerer und immer größer und immer leistungsstärker werden bei gleichbleibendem Verbrauch, lässt das nicht gerade erwarten, dass die neue Konzepte aufentwickeln werden. Da wird der Krug so lange zum Wasser gehen, bis er bricht und
die Autos werden halt, ich meine, auch so ein SUV mit Batterie, das ist zum einen noch schwerer, hat also einen höheren Bedarf an Energie als ein SUV mit einem Dieselmotor. Ja. Und nimmt genauso viel, also ganz, ganz furchtbar. Aber weißt du, was ich glaube, ich mache? Kaufst du einen Renault Twizy? Ja, ohne Spaß. Ich kaufe mir einen Renault Twizy. Ja, der was kostet der? Neu ab 8.980 Euro. Und kriegst du dann für den Preis eines Elektro... Runter. Ja, und in 6.000 runter kriegst du für den Preis eines Elektrobromptens... Dann kaufen wir uns zwei Twizys. Kaufen wir uns zwei Twizys. Sagen wir jetzt als weiße, heterosexuelle, privilegierte Männer. Weil mit diesem Beispiel haben wir ja schon mal schön gezeigt... Twizy ist es ein Einsitzer? Das ist so ein Einsitzer. Das ist im Grunde genommen... ist halt ein Das ist ein E-Roller mit so ein bisschen... Dach drauf. Dach drauf. Wir kriegen weder von Renault noch von der Firma Brompton irgendwelche... Soll ich uns jetzt mal hier zwei konfigurieren? Genau, gleich? Klick uns doch mal einfach ein Twizy. Nein, aber es zeigt halt einfach, wie absurd das ist. Ja? Also wir beiden Hübschen könnten uns jetzt hier so ein Twizy klicken. Ja? Aber andere Formen der Mobilität werden einfach nicht gefördert. Ja, und bleiben außen vor. Nur das Hybrid ist wohl auch, ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber es gibt viele Leute, die sagen, dass man da die Nachteile aus, also dass man zwei, worst of both worlds, dass man zwei Nachteile miteinander kombiniert. So ein bisschen die Honda Goldwing und also als du PKW. Du hast Gewicht deutlich erhöht und den Verbrauch praktisch nicht gesenkt. Also es ist, ja, und Technikaufwand wird höher. Ich sehe gerade, beim Renault Twizy muss man allerdings eine Batterie monatlich mieten. Das ist ja komisch. Ja, das ist bei den Autos, man kann die entweder mieten oder kaufen. Das ist bei den meisten Elektroautos so. Gut, es kostet dann 50 Euro nochmal monatlich. Ja, wir kriegen das jetzt nicht geklärt, was das günstigste Elektroauto ist. Der Renault Twizy ist da auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat für. Gibt es auch als Zweisitzer. Es ist aber trotzdem total bescheuert, weil das Problem, und es sollte ja klar sein, das Problem ist... die Infrastruktur. Wir brauchen eine andere Infrastruktur. Wir müssen weg vom Privat-Pkw. Wir brauchen also wenn wir Elektromobilität brauchen, dann eher geteilte Elektromobilität oder total crazy Idee, wie wäre es denn mit mehr ÖPNV? Elektrisch zum Beispiel. Was ich gelesen habe, ist, dass ein typischer Berliner Linienbus, der verbraucht 63 bis 65 Liter Diesel auf 100 Kilometern. Schön. Das ist, wenn man die typische Auslastung zugrunde legt, sind es auch mehr als 3 Liter Diesel pro Person auf 100 Kilometern. Und da hilft auch das Argument, dass wenig Leute mit der Linie 125 100 Kilometer fahren. Das hilft auch nicht weiter. Die Karren verbrauchen auch nicht wenig und man ist noch nicht über den Berg, indem man mit einem Dieselbus durch Berlin knattert. All diese Überlegungen spielen offenbar keine Rolle dabei. Ja. Man wird die Automobilindustrie, die deutsche, das kommt ja in erster Linie der deutschen Automobilindustrie zugute, weil in Deutschland vor allem deutsche Autos gekauft werden von den deutschen Verbrauchern. Ja. Und man wird dadurch die Automobilindustrie wohl einfach noch ein bisschen künstlich beatmen. Ja, und dann ist der Anschluss verpasst. Aber ist auch nicht so schlimm, weil das autonome Fahren wird hier mangels Internetsdaten nicht funktionieren. Datenausstattung nicht funktionieren. Es ist auf jeden Fall alles. Hast du jetzt den Twizy bestellt? Ziemlich katastrophal. Ich bin kurz davor. Nein, es ist das Schlimme, und das sage ich jetzt mal aus Sicht des Technikhistorikers, das Schlimme ist an der Stelle einfach, dass hier einfach
weiterhin ein Technologiepfad beschritten wird, der sich nicht lohnt. Weil was haben wir? Wir haben Elektroautos von deutschen Autoherstellern, die irgendwie anscheinend nicht in der Lage sind, den Markt, der ja angeblich immer alles regelt, normal dazu zu bekommen, dass man diese Autos kauft. Also, was machen sie? Heulen bei der Bundesregierung rum und sagen, oh, könnt ihr nicht nochmal so eine schöne Prämie machen? So. Dann kriegen die so eine Prämie, was dazu führt, dass die Leute das kaufen. Wenn man aber zum Beispiel das Geld, die Milliarden Euro, die da jetzt für diese sogenannte Umweltprämie ausgegeben werden sollen, nehmen würde und zum Beispiel sagt, hier, 1 Milliarde Euro und der Autohersteller international, der ein Auto herstellt, das folgende Spezifikationen hat, der kriegt die 1 Milliarde. Dann hast du nämlich lauter Autohersteller, die sich ein Wettrennen darum liefern, so ein Ding herzustellen. Am Ende wirst du 2, 3 brauchbare Modelle rauskriegen. Und das Modell, das am brauchbarsten ist, ja gut, der kriegt dann halt den Preis. So be it. Ja, ja, und genau diesen Steuerungseffekt hat die Umweltprämie. Exakt nicht. Nicht, denn egal, ob dieses Auto jetzt, in was rechnet man das, in Megawatt? Oder nee, in was? Megawatt, in den Verbrauch eines Elektroautos. Den rechnet man in Kilowattstunden. Also genau. Es ist tatsächlich, es egal, gibt ob es jetzt 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometern verbraucht oder 30 Kilowattstunden. Das Auto wird, wenn es in die Preisklasse unter 40.000 Euro fällt, wird es mit 6.000. Genau. Auch wenn das eine totale Quatschkarre ist. Ja. Und wenn an diesem Hybridfahrzeug jetzt nur sowas, so eine Batterie dran ist, die man früher im Walkman hatte, zack, kriegt es auch die, ich glaube, mittlerweile 4.000 Euro Prämie. Was ich halt echt einfach kacke finde, ist, dass sie keine E-Fahrräder bezahlen. Weil ich sag mal, das E-Fahrrad ist tatsächlich, also auch in der Stadt, es ist super. Gibt es von verschiedenen Herstellern. Ja, wenn man dann da noch einen vernünftigen Radweg baut, der verhindert, dass man A, getötet wird und B, wenn man nicht getötet wird, doof an Ampeln rumstehen muss, ja, was vermeidbar wäre. Das wäre zum Beispiel, also wir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber jedenfalls, ich würde jetzt nicht das Verkehrskonzept direkt aus dem Ärmel schütteln, aber ich glaube, man kann schon sehen, dass es einfach modernere und für die Zukunft bessere Verkehrskonzepte gibt. Und was macht eigentlich der Bundesverkehrsminister beruflich? Ja. Er ist, glaube ich, Verteidiger seiner Mautgeschichte. Der arbeitet zusammen mit dem Kraftfahrtbundesamt daran, dass alles in Deutschland immer so bleiben möge, wie es ist. Also es gibt für Elektroautos tatsächlich eine sehr gute Webseite, die nennt sich efahrer.chip.de. Prima Name. Ich weiß nicht, warum wir heute den ganzen Tag so viel Werbung machen, aber es ist halt tatsächlich interessant. Und da kannst du dir das dann angucken. Und der Renault Twizy 45 Live, der hat halt tatsächlich, der kostet tatsächlich 6.950 Euro exklusive. Und das ist jetzt das, was mich so ein bisschen, stutzig macht. Exklusive der Batterie bzw. Batteriemiete. Ja, die kostet 50 Euro im Monat. Ja, und das ist halt, das, was dann auch die Webseite als Manko hier sagt, dass die Akkumiete teurer ist als der Sprit für einen Motorroller. Kaum wintertauglich, für Überlandfahrten zu langsam. Also der Renault Twizy hat eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometern. 45? Das ist zu wenig. Nein, das ist, wenn du dir überlegst, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit in Berlin so 17 km/h ist mit dem Auto und dann bist du schnell, ist 45 km/h komplett übermotorisiert. Das ist, diese Durchschnittsrechnung überzeugt mich nicht ganz, weil ich will das praktische Beispiel bilden, dass ich mit 45 Kilometern einfach von in den
unter den gegebenen Umständen werde ich von einem BMW X7 einfach überrollt. Das ist die Problematik dabei. Ja, die hast du bei dem Auto aber eh, weil das ist, wenn du dir das anguckst, das ist aber nicht, wenn ich mit den üblichen 55 Stundenkilometern durch den Verkehr rolle. Aber du fährst in Berlin nie 55. Das ist ein Durchschnittswert, natürlich fährst du 55 in Berlin. Ja, du vielleicht. Aber gut, ich bin seit Jahren kein Auto mehr gefahren. Das führt jetzt auch gut, zu bald. Hilft natürlich. Ich finde jetzt, ich werde noch mal im Internet. Das ist auch so ein Fall komplementärer Kommunikation, ja, zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern. Dass sie sich nicht symmetrisch die ganze Zeit die Köpfe einhauen, sondern dass sie einfach komplementär sagen, wie wäre es für uns beide besser? Ja. Also, ja, ich muss mal gucken, es gibt noch das interessiert mich und das interessiert die Hörerinnen und Hörer bestimmt auch total. es gibt nämlich noch den Renault Zoe. Wo finde ich denn jetzt hier? Ach, das ist interessant. Das ist interessant. Es gibt den Renault Zoe. Ah, der ist aber schon teurer. Der Renault Zoe kostet tatsächlich, das günstigste Modell kostet 30.000 Euro. Und dann gibt es aber, und da das, ist, noch natürlich, drauf, das ne? ist natürlich so eine Familienkarre, es gibt den Renault Kangoo Maxi ZE 5-Sitzer, 37.985 Euro. Aber ihr seht, das Ding setzt diese 6.000 Euro, das ist der vollkommen falsche Anreiz. Weil wir jetzt hier nur da vor dem Ding sitzen und uns E-Autos angucken. Ich wüsste auch mal gerne, was der Volkswirt und der Betriebswirtin dazu sagen, wie sich so eine staatliche Prämie auf die Preisgestaltung auswirkt. Ja, wie wirkt sich das auf die Preisgestaltung von BMW aus, wenn die wissen, sie kriegen 6.000 Euro dazu? Also, ich könnte mir vorstellen, dass es da Mitnahmeeffekte gibt. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Und also vielleicht macht der ein oder andere die Karre vorher ein bisschen teurer. Hm? Echt? Meinst du? Und ja, also das ist schwierig. Ich habe gute Nachrichten für dich. Es gibt den auch mit 80 Kilometer Höchstgeschwindigkeit. Habe ich schon gerade gegoogelt. Es gibt den Renault Twizy Cargo Einsitzer mit 12 PS und damit kommst du dann auf 80 km/h. Ja, aber das ist noch immer der Preis. Das ist doch noch immer der Preis ohne den Akku und der kostet 8.930 Euro. Es ist vollkommen hart. Du kannst wirklich, also das Brompton Elektrofahrrad kostet tatsächlich so 3.300 Euro und dann kannst du dir für den Preis eines Elektrofahrrads kannst du dir dann so ein Auto kaufen. Das ist vollkommener Wahnsinn. Ja, wobei der berühmte Twizy, über den wir schon sehr lange sprechen, ja, zumindest den Vorteil, also er hat schon, er ist schon die richtige Richtung, teilweise. Er ist klein, es ist ein Einsitzer für Leute, die sowieso allein in ihrem Auto sitzen. Und er ist nicht zu schnell. Volvo feiert sich unglaublich ab, dass die sämtliche Fahrzeuge ab einem bestimmten Jahr in der Zukunft auf 180 Stundenkilometer begrenzen werden. Per Software? Ja. Dann schließt du die ans Internet an und dann war es das, ja? Kannst du damit wieder 250 fahren. Ja, so, genug getwizzelt. Nächstes Thema, oder? Schließen wir ab. Ja, nee, ich wollte eigentlich noch gucken, weil Renault bietet auch die Möglichkeit an, sich aus der Batteriemiete herauszukaufen. Ja. Aber ich finde jetzt leider in diesen, das ist ja auch so was Geiles, dass diese Artikel, die es online gibt, da steht ja nicht mehr einfach die Information drin, die man sucht, sondern man muss sich erst 5 Jahre durch einen Artikel scrollen, bevor es dann da steht. Ich finde es jetzt nicht. Mir war aber auch nicht klar, dass die Diskussion über den Renault Twizy dazu führt, dass man jetzt hier so angeregt darüber, ja, diskutiert. Über
Elektroautos. Wir beide sind aber eigentlich der Meinung, dass diese E-Auto-Prämie kompletter Quatsch ist, oh ja, und man das Geld für andere Sachen ausgeben sollte. Ja. Und dass man an unserer Begeisterung für das Kaufen, das direkt das Googlen des Renault Twizys sieht, vollkommen falsche Anreizstruktur. Das ist echt was so für den Neandertaler in uns, dass wir so das Gefühl haben, geil, jetzt können wir uns ein neues elektrisches Gerät kaufen. Das ist aber genau das, was die Umwelt nicht braucht. Ja. Ja. Okay, letztes Ding, bevor wir zumachen, war die GroKo. Das erwähnen wir nur ganz kurz. GroKo hat jetzt Halbzeitbilanz gemacht. Überraschenderweise kam sie zu dem Ergebnis, alles ist ganz gut. Das Ergebnis, dieses Papier, wurde im Bundeskabinett besprochen, wird dann jetzt wahrscheinlich nochmal in einer weiteren Kabinettssitzung beschlossen. Und es liegt uns nicht vor, es liegt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor und ich warte einfach darauf, dass es veröffentlicht wird. Aber nach dem, was man daraus hört, orientiert sich das ja, also nach dem, was man aus der Berichterstattung hört, orientiert sich das ja an der Koalitionsvertrag. Und Koalitionsverträge haben wir auch hier schon kritisiert, oder zumindest ich habe sie hier schon kritisiert. Und das zeigt halt einfach, wie diese Dinger Politik begrenzen, beschränken, auf eine, wie ich finde, unzulässige Art und Weise verkürzen. Weil man nimmt den Koalitionsvertrag als Maßstab, guckt dann, wie viel aus dem Koalitionsvertrag haben wir abgearbeitet und klopft sich dann dafür auf die Schulter, dass man den Koalitionsvertrag abgearbeitet hat, ohne qualitativ auswerten zu wollen, zu können oder ja auch zu wollen, ob man jetzt auf so Sachen wie zum Beispiel den Klimawandel, die globale Erhitzung ordentlich reagiert hat oder nicht? Ja, also so der berühmte Unterschied zwischen der quantitativen und der qualitativen Betrachtung. Ja. Und Lowered Expectations gab es mal so eine Serie. Das waren totale Aslaks, die einfach, jedenfalls war das so ein Feature oder so etwas, Lowered Expectations, die haben halt also ihre Erwartungen ans Leben derartig runtergeschraubt, dass sie immer zufrieden waren. Das ist vielleicht so ein bisschen, wenn man den Erfolg von Politik an den selbst mühsam in einem GroKo-Koalitionsvertrag an den dort gesetzten Zielen misst. Das könnte zu missverständlichen Ergebnissen führen. Ja. Und es sind so Aussagen, dass die GroKo 60% ihrer 296 Koalitionsversprechen umgesetzt habe. Und das wird dann so als Erfolg gewertet, dass man sagt, hier am Ende 60% und wir sind erst bei der Hälfte, möglicherweise haben wir am Ende der Legislaturperiode tatsächlich 296 und noch zwei Versprechen, die wir noch gar nicht abgegeben haben, umgesetzt. Ja, weiß man nicht so genau. Also es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig erstaunlich, dass eine Regierung, dass die bestimmte Vorhaben umsetzt. Die Regierung ist ja, wie wir wissen, Verwaltung und die verwalten halt das Land. Ja, so. Und das ist aber ja auch nicht der Maßstab dafür, dass die dann ihre eigenen Pläne umsetzen. Also das ist Vor allem Dingen ist es immer, und da haben wir ja schon drüber geredet. Es ist jetzt auch nicht verwunderlich, dass die SPD die GroKo nicht wird platzen lassen, denn das wäre so ja... So schön wird es nie wieder, das wäre ja ganz genau. Sozusagen der Suizid in der Hoffnung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ne? Ja. Und das ist ein Spiel, auf das sollte man sich nicht einlassen. Nee, es ist auch so, muss man sagen... Wir reden ja hier oft in diesem Podcast auch über die Kritik, Selbstkritikfähigkeit großer Institutionen oder die Selbstreformierbarkeit großer Institutionen. Ja, schöne Selbstverpflichtung. Und das hier ist wieder so diese Kategorie Selbstverpflichtung, weil ohne Spaß, ne, wenn du die katholische Kirche fragen würdest, hier machen sie doch mal eine Halbzeitbilanz, wie geht die katholische Kirche mit Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche um, dann würden die alle sagen, ey, total super, ist alles total geil. Also, ja, ich komme zurück auf meine Erfahrungen mit der Veranstaltung Fehlerkultur in der Justiz. Ja. Ergebnis, der Vertreter der Justiz, tipptopp. Ja.
Tipptopp. Wir machen alles richtig. Und dass wir jetzt im welches Kammergericht oder Amtsgericht? Ja, das war, und ich habe das auch nochmal recherchiert, das war ja tatsächlich Fehlerkultur nirgends so gut wie in der Justiz. Und da dachte der Präsident des Kammergerichts, explizit führte er an, ja, wir haben ja Fehlerkultur, haben wir ohne Ende, wir haben einen Instanzenzug. Ja. Also der sah also nicht, dass es irgendwo eine geilere Fehlerkultur gäbe und eine bessere als in der Justiz. Und das ist der Dienstherr des Ladens, in dem die hochqualifizierten Richter am Kammergericht inzwischen auf ihre Schriftstücke auf solchen Matrizengeräten vervielfältigen. Also das, was man die Älteren erinnern sich. Also ich tatsächlich nicht mehr. Anstelle von Kopiergeräten gab es solche Geräte, die haben zu Vervielfältigungen geführt, ohne Fotokopie. Das war so ein chemisches Durchdrückverfahren. Also so Ritschratsch, was man so früher noch... Ja, so ein bisschen Ritschratsch, das konnte man dann irgendwie... Ja, nee, anders. Ja, dann sollten wir aber jetzt noch die volle Geschichte erzählen. Da hat halt irgendeiner auf so ein Virus geklickt. Ja, genau. Und jetzt ist das gesamte Kammergericht bis 2020 vollkommen im Arsch. Die müssen dann wahrscheinlich jeden Computer wegschmeißen, ne? Ja, ich korrigiere jetzt auch. Es war Fehlerkultur, das war Dr. Holger Mattissen, Präsident des Landgerichts. Und der sagte also Fehlerkultur tipptopp in der Justiz. Es war in den Räumlichkeiten des Kammergerichts und ja, die Fehlerkultur war beim Kammergericht jedenfalls nicht so gut, was die IT-Ausstattung angeht. Denn das war ja offensichtlich so mangelhaft, dass es ein kleines, bescheidenes Virus für Monate außer Kraft gesetzt hat. Und das sind ja Informationen, die da von weitaus höherer Sensibilität sind, noch als die Kundendaten von Amazon. Das bewegt sich wahrscheinlich irgendwo mal höher, mal niedriger, aber in der Liga von Daten einer Krankenversicherung oder einer großen Klinik wahrscheinlich noch komprimierter. Ja. Das ist schon... Wir fassen das zusammen. Das Berliner Kammergericht hat den Jackpot an der Stelle gezogen. Ne? Ja. Also das darf im 21. Jahrhundert eigentlich nicht passieren. Ist es aber. Und woran lag es, dass die Rechner im Kammergericht auf dem Betriebssystem Windows 95 liefen? Solide. Ja, ordentlich. Sagt auch einiges über Berlin aus. Aber bevor das jetzt hier zu depressiv wird und sich dann die Hörerinnen und Hörer wieder beschweren, machen wir einfach Schluss, oder? Ja, es gab was Positives. Wir freuen uns, dass das Bundesverfassungsgericht evidenzbasierte Belege fordert, wenn man Gesetze macht, wenn man Einschränkungen vornimmt. Ansonsten ist alles vieles ein bisschen finster. Renault Twizy hilft vielleicht über den ärgsten Kummer hinweg. Ja, also ich habe das nicht gefunden, auch auf der Renault-Webseite. Du musst tatsächlich, wenn deine Fahrleistung unter 7500 Kilometer im Jahr ist, bezahlst du 50 Euro im Monat Miete. Da ist aber dann auch irgendwie so Service und alles mit drin. Das heißt, wenn der Akku irgendwie kaputt geht oder so, so. Also das bedeutet zum Kaufpreis auf 36 Monate kommt dann nochmal diese Batteriemiete dazu. Das ist überschaubar. Das sind 600 Euro im Jahr. Das ist gut. Das ist ungefähr der Preis einer BVG-Monatskarte. Berliner Verkehrsgesellschaft, oder was kostet das? Nö, wenn du ein ein ABC-Ticket haben willst, wenn du also bis nach Potsdam fahren können willst, dann bezahlst du im Jahr 800, 900 Euro. Das ist richtig teuer. Also aber es kann sein, dass du eine Jahreskarte AB für 600 Euro bekommst. Mhm. Ja, das ist... Wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, Individual-PKWs. Also für 6.000 Euro E-Prämie könntest du 6 Personen in Berlin ein Jahr den ÖPNV bezahlen.
Susanne Klatten könnte aber mit ihrem Vermögen in Höhe von 17,9 Milliarden Euro auch allen Berlinerinnen und Berlinern eine Jahreskarte bezahlen. Die goldene U-Bahn. Und wenn die 1.000 Euro kosten würde, hätte Susanne Klatten danach noch immer 14,5 Milliarden Euro Vermögen. Ganz schön geil, wenn man reich ist. So. Ja. Wir schwingen uns auf unsere Twizzies. Wir schwingen uns auf unsere Twizzies, reiten, fahren in die Nacht. Reiten in die Nacht. Und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Lasst euch vom Kapitalismus nicht zu sehr ärgern. Ich halte euch auf dem Laufenden, was mein Volksbegehren angeht. Vielleicht könnte man empfehlen, schon das, in Vorwegnahme des Volksbegehrens, dass die Hörerinnen und Hörer den nächsten Freitag einfach auch schon mal nutzen. Genau, ich würde auch sagen, Freitags für Zukunft. Ihr könnt natürlich, wenn euch das gefällt, die Idee mit dem Volksbegehren und ihr das unterstützen wollt als Berlinerinnen und Berliner, dann könnt ihr das machen. Das ist übrigens, ich verrate da nicht zu viel, easy peasy adaptierbar, weil Feiertage sind in jedem Bundesland Landessache. Das heißt, ihr könnt auch easy peasy in Thüringen, Baden-Württemberg, dem wunderschönen Saarland, Freitag gehört mein Schwenker mir. Das wird die Revolution in Deutschland. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss, bis zur nächsten Folge von Lauer und Wehner. Tschüss.